Hey, du. Ja, genau du. Ich bin Mora. Und wenn du willst, nehme ich dich mit auf meine Reise durch die Rabenmark. Aber Vorsicht. Da drüben herrscht ein rauer Ton. Wenn es dir zu heiß wird, mach eine Pause. Die Mitreisenden spielen dir vielleicht etwas vor. Deshalb nimm, was sie sagen, nicht für bare Münze. Aber vielleicht willst du uns ja trotzdem begleiten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, hier wieder Valkuali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder die Splitterdämmerung im DSA-Universum, also in Aventurien, mit selbstgemachten Regeln, angelehnt an die Arcana-Karten-Regeln aus dem Rollenspiel Engel. Und außerdem könnt ihr so ähnliche Regeln auch finden in Aventurische Meisterschaft, das Buch. Erschienen für DSA 5. Da gibt es ganz viele Alternativregeln für DSA, unter anderem auch sowas Ähnliches, wie wir haben. Also fast das Gleiche, nur mit anderen Karten. So, und natürlich, ups, jetzt hier gemacht. Oh, bin weg. So. Irgendwas habe ich gemacht, was ich jetzt hier alles kaputt gemacht habe. Test, Test, Test. Nein. Aha, aha. Naja. Schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall schon mal Illanur als Illina. Na, schönen guten Abend. Und Sierra als Mora. Hallo zusammen. Ups, falsch rum. Da. Jetzt habe ich den Osko schon aufgedeckt. Der wird gespielt von Kakko. Abend. Und dann haben wir noch hier den Marot, der spielt Jandrik. Hallo, hallo. Frieden statt Krieg. Genau, make roleplay, not war. Und Ozzy spielt Astanio. Und es ist stumm. Geiles zum Gruße. Okay, alles klar. So. Hat das jetzt? Irgendwie will meine Kamera hier nicht. Da bin ich wieder. Ko, merkwürdig. Direkt mal ein Schloss vormachen. So, zack. Ah. Ja, ich freue mich, dass wir nach vier langen Wochen wieder hier sind. Und die Umstände da draußen in der Welt sind natürlich ein bisschen schrecklich. Deswegen unten auch das Banner auf der rechten Seite, Make Roleplay Not War.
Letzte Woche ist ja auch schon der Filiason-Stream ausgefallen, weil da habe ich mich echt nicht nach Rollenspiel gefühlt. Ich habe sogar leicht damit gespielt, auch heute den Stream ausfallen zu lassen, weil irgendwie ist es ja, immer noch nicht so geil, während andere Leute sterben irgendwo anders so nah bei uns dran, uns hier mit Rollenspiel zu verdingen, wo es halt auch noch um kriegerische Handlungen geht und so. Irgendwie, ja. Aber ich habe mir gedacht, irgendwie irgendwann ist auch mal gut und man muss sich von dem alten kleinen pimmligen Mann da in Russland ja nichts sagen lassen, nichts aufdiktieren lassen. Deswegen spielen wir heute. Und falls ihr helfen wollt, könnt ihr Ausrufezeichen Spende in den Chat reinhauen, dann findet ihr auch nochmal den Link. Und der Streamlabs-Bot, der macht auch die ganze Zeit jetzt hier Spam zwischendurch auch immer die Diakonie-Katastrophenhilfe-Spende-Link hier rein. Also wenn ihr was tun wollt, dann könnt ihr dahin spenden. Ich denke, die Diakonie-Katastrophenhilfe ist sehr vertrauenswürdig. Und also wenn ihr was machen wollt und das noch längst noch nicht gemacht habt, viele haben das ja auch schon längst gemacht, dann macht das dahin. Genau. Ja, und wir spielen heute wieder in Aventurien und da gibt es Krieg. Nämlich einen Befreiungskrieg. Da soll die Ostrabenmark wieder eingegliedert werden in das Mittelreich. Und die Ostrabenmark ist ja momentan besetzt von Dämonenpaktieren und Borberat-Anhängern seit der Borberat-Krise. Und ja, unsere HeldInnen sind zum größten Teil dort aufgewachsen im Osten oder sind da lange gewesen, haben einen Großteil ihres Lebens dort verbracht und haben es geschafft, den Todeswall zu überwinden, während gleichzeitig das Heer aus dem Westen angegriffen hat. Jandrik hat sie geeint und hat die Helden dorthin geführt, so dass gleichzeitig, während sie den Todeswall von innen zerstört haben, das Heer angreifen konnte. Und der Todeswall ist dann tatsächlich gefallen. Und zeige euch nochmal die Karte. Hier, da wo die gestrichelte Linie auf der linken Seite, seht ihr, das ist der Todeswall. Da befinden wir uns gerade kurz vor dem Todeswall in einem Heerlager. Borondria, die Armee aufgestellt hat, die oberste Golgaritin, hat verschiedenste Kriegsparteien zusammengestellt und hat ein großes Heer aufgestellt, um die Ostrabenmark zu befreien, unter der Führung des Golgaritenordens. Und deswegen hier jetzt den Todeswall überwunden, ein Heerlager aufgeführt. Und jetzt soll der Todeswall erstmal gesichert werden und die Gebiete drumherum. Schließlich ist das nun mal ein Todesfeld gewesen, dämonisch verseucht und pervertiert. Und sie hat entschieden, dass da jetzt erstmal alles gesichert werden muss, weil wer weiß, wenn sie dann jetzt über den Todeswall herüber ins Feindesland vordringen, und da ist ja irgendwie doch noch dämonische Perversion oder so etwas zurückgeblieben. Dann ist der Rückweg abgeschnitten. Das ist natürlich auch nicht so gut, ne? Ja, und unsere Heldinnen haben sich verdingt im Heereslager schon, halbwegs eingerichtet. Für die einen ist es dann nach Hause kommen, für die anderen ein ganz neues, eine ganz neue Erfahrung. Und für Astanio ist es halt sogar ein Abschließen mit den Sünden seiner Vergangenheit. Er wurde verurteilt beim letzten Mal. Beim vorletzten Mal sogar schon, glaube ich, ja. Und hat seine Strafe bekommen und aufgrund der anderen Freunde, die er hat hier, hat er die nicht ganz so ausbaden müssen, wie er das wahrscheinlich sonst gemusst hätte, weil sie haben ihm einen Heiltrank zwangs eingeflößt. Ja, und Osko hadert auch ein bisschen mit der neuen Situation. Ist irgendwie Strom hat ein bisschen durch die Gegend und weiß noch nicht so richtig, was er jetzt mit seinem Leben anfangen soll. Und Elena wird als Amazone sehr geachtet hier im Heerlager. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Eine Amazone, dann auch noch aus Kurkum, der gefallenen Amazonenburg. Da reißt sie auf jeden Fall einige Blicke auf sich, weil sie auch ihre Amazonenrüstung hin und wieder trägt.
und also da auch erkennbar ist. Außerdem gehen in dem Heerlager von Jandrik in die Welt gesetzte Gerüchte herum, es gäbe eine Assassinin hier, mit der er gut kann, und weil da Amazone neu ist im Lager und ein Assassinen-Gerücht ist, haben die sich beiden Gerüchte, wie das denn so ist in kleinen Gemeinschaftsgruppierungen, haben die sich verselbstständigt, und es wurde eine Amazonen-Assassinin draus gemacht, von der die Leute jetzt reden und keiner weiß genau, was passiert ist. Ja, und am Ende der letzten Folge hat Osko dann mitbekommen, dass zwei Menschen gestorben sind im Lager. Eine Frau und ein Mann. Beide mit Dolchverletzungen. Und die oberste Heilerin des Lazarettzells, in die beiden gebracht wurde, wo Osko geholfen hat, hat zumindest die Frau wiedererkannt als Arnhild. Und die beiden hatten vorher auch über diese Frau schon mal geredet. Die hat wohl irgendwas mit Mora zu tun. Und es geht ein kleiner Verdacht jetzt in Oskos Kopf herum, dass Mora irgendwas mit dieser Sache zu tun haben könnte. Wer weiß, mal schauen. Ja, soweit das kleine Recap. Falls ihr da draußen hier zum ersten Mal zuguckt oder irgendwie gerade mal reinzappt oder so, wenn wir jetzt gleich ins Rollenspiel reinstarten, kann es sein, dass wir nicht mehr ganz gut auf den Chat reagieren können. Ich habe immer ein Auge drauf, ich lese alles, was ihr schreibt. Aber es kann sein, dass ich nicht antworten kann. Also falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne reinstellen. Einer von den anderen kann das dann vielleicht beantworten. Oder irgendwelche anderen, die schon seit der ersten Folge dabei sind, die schon ein bisschen mehr wissen. Wenn ihr ein bisschen mehr über die Charaktere wissen wollt, könnt ihr Ausrufezeichen Charaktername in den Chat rein posten, dann kriegt ihr eine kleine Zusammenfassung, was die Charaktere angeht. Und ansonsten nimmt uns das nicht krumm, wenn wir in Time sind, dann ist es halt ein bisschen schwierig, sich aus der Rolle hinaus zu begeben und irgendwas in den Chat zu schreiben. Gut, dann starte ich jetzt mal unsere Aufnahme hier und dann vorher weg noch eine kleine Entschuldigung, dass der Podcast auf Spotify, iTunes und so noch nicht raus ist von der letzten Folge. Ich habe es einfach trotz der 4 Wochen Pause nicht geschafft, ihn zu schneiden. Hoffe mal, dass es dann bald irgendwie nachgeholt kriege. Aber es kommt auf jeden Fall. Die Aufnahmen sind alle da. Keine Sorge. So. Ja, guten Abend auch an alle Neuen. Kolbe, Disciple, Mereldan. Schön, euch alles hier zu sehen. Und viel Spaß. Recording in progress. So. Es riecht nach scharfem Essig oder nach scharfen Reinigungsmitteln. Der Duft zieht sich aus dem Zelt heraus in Oskos Nase. Vors Zelt ist er getreten, nachdem er nicht helfen konnte, als die junge Frau und der junge Mann gestorben sind. Leichter Schneefall hat wieder eingesetzt. Es ist kalt. Im Zelt war es durch die vielen Leiber, die dort zusammen versammelt sind, wärmer und angenehmer vielleicht, aber auch bedrückender. Osko hat schon lange nicht mehr so nah bei jemand Sterbendem gesessen. Und dann noch diese Nachricht, dass das irgendetwas mit Mora zu tun haben soll. Osko ist sowieso verwirrt gerade. Die ganze Situation macht ihm zu schaffen. Und dann dieser scharfe Geruch, der sich dann tief in das Gedächtnis einbrennt, als der Moment, dass zum ersten Mal wieder in Freiheit ein Mensch verstorben ist unter deiner Hand.
Aber dann weht der kalte Winterhauch und der erste Schneefall wieder seit einigen Tagen den Duft weg. Und Osko zieht einen tiefen Atemzug kalter Luft ein, die ein bisschen anfängt, die in den Lungen zu brennen, der Kälte. Leicht stellen sich die Haare auf Oskos Armen auf. Ihm fröstelt. Das Leben im Harris-Lager geht währenddessen, ohne dass es irgendjemand bemerkt hätte, weiter. Männer und Frauen laufen quer, tragen Dinge hin und her, jaulen, grölen, machen Scherze, essen, trinken, organisieren irgendetwas. So nah Tod und Leben beieinander. Osko blickt gen Himmel und nimmt sich einen Moment Zeit, den erneuten Tod, oder dass er den Tod erneut begegnet ist, so nah, dass er es wieder verarbeiten kann. Blickt einfach nur mal erstmal nach oben, zieht noch einmal durch seine Nase einen tiefen Zug der kalten Luft und zieht dann seine neue Robe etwas enger, sodass er weniger friert. Und macht sich dann auf den Weg zu seinem Zelt. Das Gruppenzelt von Jandrik, in dem ihr alle untergekommen seid, ist in einiger Entfernung. Du musst quer durch das Lager rüber zu den Golgariten. Man grüßt dich freundlich, ob deiner Robe, scheinst Ansehen zu genießen, das du so lange vermisst hattest. Leute zollen dir Respekt. Nur einige etwas jüngere Soldaten schauen ein bisschen belustigt hinter dir her. Das kennst du schon. Aber du erreichst das Zelt ohne weitere Komplikationen. Und während du läufst, nimmt der Schneefall zu. Und es bildet sich schon eine leichte Schneefläche auf dem Boden. Matsch unter deinen Füßen. Osko streckt seine beiden Hände aus und versucht, ein paar der kleinen Flocken zu fangen und beobachtet, wie sie auf seiner Hand schmelzen. Er schaut noch einmal abschließend nach oben und begibt sich dann ins Zelt. Schlägst die Plane beiseite und wer ist im Zelt von euch? Ja, Mora wäre im Zelt. Das haben wir auch. Elena kommt dann auch kurz nach Osko rein, ein bisschen aus der Puste. Oh, hallo Osko. Warst du auch früh unterwegs? Ja, es gab noch einiges zu tun. Osko wird sich einen Platz im Zelt suchen und sich erstmal niedersetzen. Der Schnee kommt durchaus ungelegen. Und er klopft dabei etwas Schnee von seinen Schultern ab. Ich denke mal, wir sollten nicht mehr so lange hierbleiben. Ich weiß nicht, was Brunner hier noch vorhat. Sie sagt, soll hier irgendwas gesichert werden, aber ich denke mal, der Schnee wird, der wird zumindest kein Vorteil für uns sein. So schnell weg. Ja, sie will den Wall sichern, soweit ich das gehört habe von dem Herrn von Sturmfels. Und das Schlachtfeld auf der anderen Seite, dass der Rückweg sicher ist. Aber du siehst aus, als wäre eine Laus über die Leber gelaufen. Osko schüttelt nämlich den Kopf. Ist nichts. Das ist manchmal so. Im Lazarett war viel los und naja. Osko? Nicht so wild. Du weißt, dass du nicht alles in dich reinfressen sollst, ne? Osko schüttelt den Kopf.
Natürlich nicht. Sollten wir mit Borondria sprechen, wenn sie mit sich sprechen lässt. Wenn überhaupt. Ich denke mal, wenn sie diese Truppen anführt, dann sollten wir uns zumindest einmal ordentlich vorstellen. Ja, können wir tun. Wo ist eigentlich? Hat eigentlich jemand die andere gesehen? Er ist auch recht früh aus dem Haus. Was ja. Keine Ahnung, wo er hin wollte, aber ich habe auch nicht gefragt. Ja, ohne ihn sollten wir nicht gehen. Nein, ich denke, er sollte uns vielleicht sogar offiziell ankündigen. Um eine Audienz bitten oder etwas Ähnliches. Ich denke, das ist der offizielle Weg. Ja. Ich glaube, bevor ich mich bei Borondia melde, sollte ich mich vielleicht eventuell bei meiner neuen Kommandeurin melden. Obwohl ich da jetzt nicht unbedingt Lust drauf habe. Ja, entweder gehst du zu ihr oder sie kommt zu dir. Ich sag's mal so, wenn ich mich zuerst bei Borondia melde, dann gibt es politisch Stress. Und auf politischen Stress können wir sehr gut verzichten. Glaubt mir mal. Ja, da bin ich bei dir. Ich weiß noch nicht einmal, in welcher Kompanie ich jetzt bin, welche Zahlen ich habe. Dann wird es Zeit, das rauszufinden. Immer diese Zahlen. Und Astanio murmelt etwas von dritter Seegarde, Astanio Amano zu Jannisberg und geht auf und ab und versucht Militär und ab und zu schlägt er einfach die Hacken aneinander und steht stramm und versucht sich so die ein oder andere Redensweise wieder ins Gedächtnis zu rufen, die er jetzt jahrelang nicht ausgeführt hat. Alles ist. Du bist auch nur dezent nervös, mein Lieber, oder? Hat nichts mit Nervosität zu tun. So wirkt es hier, aber und du übst. Ja. Ich denke mal, es ist nicht von Vorteil, wenn wir nach der ganzen Geschichte, die wir jetzt haben, auch noch einen Fehler machen in gewissen Etiketten, die das Militär verlangt. Ich habe keine Lust, den Boden mit einer Zahnbürste zu schrubben. Das kann ich verstehen. Ich gehe mal gucken, ob ich Jandrik finde. Vielleicht kann ich ihn ja darum bitten, dass er mit Borondria mal spricht. Oder zumindest kann er abschätzen, ob wir eine Chance haben, uns vorzustellen. Oder ob wir das tun sollten. Ich kenne sie nicht persönlich. Ich auch nicht. Und dann steht Mora auf, zieht den Mantel wieder enger um den Hals und tritt aus dem Zelt hinaus. Sanyo, ich denke, ihr solltet auch nicht so viel Zeit verstreichen lassen, gerade bei eurer neuen Vorgesetzten. Oder sehe ich das falsch? Ich denke, je mehr Zeit ihr verstreichen lasst, desto ungehaltener können sie vielleicht werden. Sanyo verzieht das Gesicht. Da hast du wahrscheinlich recht. Soll ich dich ein Stück des Weges begleiten? Ich wollte noch mit dem Kettenhemd schauen, ob mir das irgendjemand reparieren kann. Du, geh schon mal vor. Ich muss noch was mit Roscoe klären. Gut. Und die Lena tritt auch noch draußen und wartet draußen. Geht ein paar Schritte vom Zelt weg. Oh, es ist kalt. Nimm die Kettenhemd mit. So, Jungchen, was ist denn im Busch? Was ist im Lazarett passiert? Es gab zwei Todesopfer zu beklagen hatten. Ein junger Mann und eine junge Frau. Und dabei schaut Osko auf den Boden, den Blick nicht richtig fixieren können. Es ist so lange her gewesen, dass ich mit Sterbenden zu tun hatte. Das letzte Mal ist, glaube ich,
gut ein Jahr her. In Eurin wacht ihr. Ihr erinnert euch. Seitdem hat sich das gelegt gehabt und ich hatte das Gefühl verdrängt, aber die beiden auf der Bahre zu liegen zu sehen und dieses Gefühl zu haben, nichts für sie tun zu können, das war heute, es war kein guter Start in den Tag. Und Astanio wird ein, zwei Schritte auf Oske zugehen und ihn kräftig in den Arm nehmen. Das ist trotz allem nicht deine Schuld. Ich weiß. Es ist ja auch nicht so, dass es das erste Mal ist, aber irgendwie dieses Mal trifft es mich anders. Dieses Gefühl, nichts für sie tun zu können. Dieses Gefühl wird dich noch öfter erreichen, Asko. Ich weiß. Und dieses Gefühl wird nicht besser. Das ist eine der wenigen Sachen, die immer genauso schrecklich und genauso schlimm sind wie beim ersten Mal. Daran kannst du dich nicht gewöhnen. Nein. Ich glaube, wenn ich was über die Aufgaben eines Feldarztes gelernt habe, dann ist es eben, dass ich meine, es ist damals wie, ich habe noch ein paar Erinnerungen an die Zeit der Seuche, wo ich mit meinem ehemaligen Meister auch kranke Soldaten behandeln musste und ich glaube, ich war zu jung, um sowas zu überleben, aber was geschehen ist, ist geschehen. Wie gesagt, es ist irgendwie schwierig zu verdauen diesmal, aber ihr habt recht, das wird noch einige Male passieren. Ich brauche halt nur etwas Zeit, um das zu verarbeiten. Nimm dir die Zeit. Das ist wichtig. Oskun nickt. Und Astanio stößt ihn ein wenig von sich weg, mit einem Zwinkern im Auge. Ah, wer weiß. Irgendwann, wenn du mal meine Kinder entbehrst, ne? Und Oskun wirkt auch in dem Moment etwas lockerer. Möglich ist das, alter Mann. Alter Mann. Das kriege ich auch euch im Griff nicht mehr raus, ne? Nein. Genauso wenig, wie ich das aus Jandek herauskriege, dass ich doch noch irgendwo der Koch bin. Bist du etwa nicht der Koch? Nicht mehr. Astadio schmunzelt dich an und klopft dir nochmal auf die Schulter. Du hast dich gemacht, mein Junge. Danke. Und geht damit aus dem Zelt. Oskar bleibt zurück, setzt sich auf eine Kiste und denkt ein wenig über das vorher Erlebte nach. Dann springen wir nochmal nach draußen zu Mora. Wo willst du denn hin? Ja, sie streicht tatsächlich durch das Lager an den Zelten vorbei. In die Nähe des Zeltes von Borondria, dort, wo sie vielleicht Jandrik auch das letzte Mal gesehen hat. Oder ich weiß ja nicht, ob er irgendwas gesagt hat, in welche Richtung er wollte. Wenn du den Weg entlang gehst, siehst du zufällig vielleicht an einer Stelle, da ist irgendwo eine Art Bach oder vielleicht eine Wasserstelle anderer Art. Auf jeden Fall steht dort am Ufer Jandrik mit nassem Haar, Oberkörper frei, nur in eine schwarze Hose gekleidet, mit seinem Rabenschnabel in der Hand, ganz versunken in Kampfbewegungen, eine Kata, die er sehr schnell und zügig durchführt, während das nasse Haar durch die Luft wirbelt. Mora verzieht keine Miene und geht ruhig auf ihn zu, beobachtet jede Bewegung. So flink hat sie ihn noch gar nicht gesehen, so geübt. Sie hat es vermutet.
Aber gerade mit dem Rabenschnabel hat sie ihn noch nie gesehen. Mit dem Schwert kann er kämpfen, aber das ist was anderes. Diese Waffe scheint ihm an die Hände gewachsen zu sein. Es scheint sein natürlicher dritter Arm zu sein, als wäre es ein Teil seiner selbst. Und sie kommt auf ihn zu, lässt natürlich Abstand, weiß nicht, welche Bewegung die nächste sein könnte, und betrachtet ihn einfach. Je nachdem, wie er seinen Kopf neigt, könnte er sie aus dem Augenwinkel sehen vielleicht, aber sie ist sehr leise gegangen, sehr unauffällig. Und sie beobachtet jede Bewegung und nickt unmerklich ein, zweimal. Aber sie wartet, bis er sie erblickt. Schließlich schwingt er den Rabenschnabel kräftig in den Stamm eines Baumes hinein mit voller Wucht, dass der hin drin steckt. Für einen kurzen Moment schaut er auf den Stamm, dann dreht er sich um, als wäre es das Normalste von der Welt, und lächelt dich an. Spionierst du mir wieder nach? Natürlich nicht. Sonst würdest du mich ja jetzt nicht hier sehen. Das hätte ein Mann getötet. Und sie nickt zum Rabenschnabel. Vielleicht. Man weiß es nie. Relativ sicher. Die Höhe, und sie neigt den Kopf ein wenig und betrachtet es genauer. Das müsste der Brustkorb gewesen sein. Das tötet einen Menschen. Ich habe ganz vergessen, du kennst dich ja aus. Du bist ja immerhin eine Assassinin. Amazonen-Assassinen. Dank das dir. Das stammt nicht von mir. Die Amazone stammt nicht von mir. Hast du nicht so etwas Ähnliches gesagt, aber... Oh Gott, ich... Götter. Er zieht den Rabenschnabel aus dem Baum heraus, beugt sich nach unten. Da hat es ein Hemd. Mit dem Hemd zieht er über den noch feuchten Körper. Und dann macht er einen Schritt und steht direkt vor dir. Er schaut dich an. Schaut dir genau in die Augen. Sie verzieht keine Miene und erwidert den Blick. Kalt, stoisch, man weiß es nicht. Weißt du was? Spione mögen es nicht, wenn sie ausspioniert werden. Du kannst es mir übel nehmen. Nimm es mir übel, wenn du magst. Aber dann weißt du auch, warum ich es getan habe. Nein, ganz ehrlich, Mora, das weiß ich nicht. Wir sind zusammen durch die Hölle gegangen. Dieser Ort da hinten, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Wenn du mir nicht traust, wem traust du dann? Niemanden. Traust du dir selbst? Ja, ich traue mir selbst. Vielleicht bin ich ja die Einzige. Wovor hast du Angst? Oh, Jandrik, du... Dieser schreckliche Ort, von dem du immer sprichst. Dieser ganze Osten, alles. Wovor ich Angst habe? Davor. Du hast keine Ahnung, was dort lauert. Du warst Tage dort. Tage, Jandrik. Ich bin mein ganzes Leben dort gewesen. Und jetzt bist du nicht mehr da. Jetzt bist du hier, bei uns. Wer sagt mir, dass dieser Ort auch nur ein bisschen besser ist? Was gibt mir die Garantie, dass ich hier nicht genauso jeden Moment um mein Überleben fürchten muss, Jandrik? Was? Na, so ist das wahrscheinlich sogar. Keine Frage. Hier gibt es alle möglichen Gefahren. Sie sind nicht so... eindeutig nicht so sichtbar wie da drüben. Bäume fressen dich hier nicht. Er schaut auf den Baum, den er eingeschlagen hat. Und man wird auch nicht von riesigen Skeletten niedergestampft. Aber die da, und er zeigt auf die Zelte, sind nicht minder gefährlich, da gebe ich dir recht. Aber ja. Ich, und er schlägt sich auf die Brust, ich bin nicht gefährlich für dich. Und das sind die anderen auch nicht, okay. Bei dem verrückten Alten weiß ich es nicht genau. Aber der Rest nicht. Und bevor du das nicht lernst, sind wir alle in großer Gefahr.
Denn wenn wir auf irgendwas vertrauen können, auch wenn wir auf irgendwas vertrauen müssen, dann sind es wir. Ich vertraue euch auch, denke ich. Aber du weißt genau, wir konnten Borondria nicht trauen. Du hast selbst den Verdacht geäußert und wir wussten, das Einzige, was ich über sie wusste, ist, dass es eine Frau in einer unglaublich wichtigen Position ist, die mit Lucardus von Kemet einen Briefwechsel hat. Das gibt mir mehr als einen Anlass, ihr hinterher zu spionieren. Sie könnte uns in den Rücken fallen. Du könntest mir in den Rücken fallen. Es gibt keine Garantien, Jandrik. Wenn du das nicht erkennst, Vorsicht, Misstrauen. Deswegen lebe ich. Und dieser schreckliche Ort, diese schrecklichen Orte, dieser Osten, den du als das Schlimmste beschreibst, was dir jemals passiert ist, das ist meine Heimat, Jandrik. Verstehst du das? Du redest davon, als wären es die Niederhöllen aller Dämonen. Und vielleicht sind es das auch. Aber es ist meine Heimat. Und ich gehe mit den Dingen so um, wie ich es in meiner Heimat gelernt habe. Sei sauer. Aber ich entschuldige mich nicht dafür. Ich habe es für das Richtige gehalten. Hätte sie es gemerkt, was dann? Ja, was dann? Glaubst du, ich bin so dumm? Glaubst du wirklich, ich bin so bescheuert? Glaubst du wirklich, ich vertraue einfach so dieser Frau? Wahrscheinlich nicht. Ich habe meine eigenen Methoden. Ich habe meine eigene Art, hier zurechtzukommen. Ja. Aber hätte sie sich entdeckt, nachdem ich mich für dich ausgesprochen hatte in diesem Zelt, was du weißt, weil du mir ja wahrscheinlich nachspioniert hast, was dann? Dann wäre mein Wort vor ihr völlig nichtig. Alles, was ich jetzt noch sage, wäre dahin. Meine ganze Arbeit, der Versuch, so dazustehen, wie ich es möchte. Lass mich meine Arbeit machen, Mora. Und ich lass dich deine machen. Wenn wir einander nicht vertrauen, können wir hier überhaupt nichts erreichen. Hier stimmt etwas nicht. Irgendetwas geht hier vor. Hier werden Machtspiele über das Nochmal den letzten Satz, bitte. Bindung ist scheiße gerade. Ich versuch's nochmal. Irgendetwas geht hier vor. Hier ist ein alter Hexenmeister, der mit der Heerführerin paktiert. Glaubst du, wir erfahren irgendetwas, wenn wir uns selber nicht vertrauen, wenn wir nicht zusammenarbeiten? Glaubst du, ich kann herausfinden, ob ihr zu vertrauen ist, wenn sie herausfindet, dass du mir hinterher spionierst? Du musst dich jetzt entscheiden, Mora. Entweder du vertraust mir oder du tust es nicht. Und wenn du es nicht tust, dann geh mir aus dem Weg. Und dann geht er an dir vorbei. Mora bleibt stehen, wo sie war. Einen Moment jedenfalls. Und dann dreht sie sich um. Und geht ihm hinterher. Jandrik. Und sie nimmt sein Handgelenk, versucht ihn aufzuhalten. Er bleibt stehen, dreht sich langsam um, schaut dich an. Sie nickt leicht und seufzt und dann nickt sie wieder
Und dann blickt sie ihn an, offen. Gut. Ich vertraue dir. Ich spioniere dir nicht mehr hinterher. Aber eins sage ich dir. Solltest du mein Vertrauen missbrauchen und mich oder irgendwen aus unserer Gruppe dadurch in Gefahr bringen, dann wirst du es bereuen. Das kannst du mir glauben. Mora, Mora, Mora. Okay. Einverstanden. Gut. Keine Spielchen mehr. Das kann ich nicht versprechen. Spielchen sind mein zweiter Vorname, das weißt du doch. Aber ich werde euch niemals im Stich lassen. Das kann ich dir versprechen. Es ist kalt hier. Gehen wir zum Zelt? Lass uns gehen. Elena ist auf dem Weg zu einem Schmied oder zu einem Rüstungsmacher. Davon gibt es definitiv welche hier im Heereslager. Und sind einfach zu finden. Du musst allerdings etwas weg von den Golgariten-Zelten quer durch das Lager. Man weist dir den Weg. Ja. Schaut dich auch mit großen Augen immer wieder an. Und, Soldaten schauen dir wirklich auch hinterher. Du bist irgendwie der Blickfang, wo immer du auch auftauchst. Ja, ich nicke den Leuten dann zu, je nachdem, und gehe halt zu einem, der mir, also das finde ich, nämlich auch einen Älteren, der mir ein bisschen erfahrener vorkommt, und lege ihm meinen Kettenhemd hin, grüße ihn, so Rondra zum Gruße. Ingerim zum Gruße. Könnt ihr mir mein Kettenhemd wieder flicken, zusammen nähen? Die haben mir das zerschnitten, als sie meine Schulter bevor sie meine Schulter eingerenkt haben. Hm. Lass mal sehen. Streicht so mit den Händen so über die Kettenringe. Hm, gute Arbeit. Komplette linke Seite ist offen, ja. Ja. Ich bräuchte ein paar Ersatzringe. Das wird nicht die Qualität haben von dem, was du gewohnt bist. Es ist okay, Hauptsache ich kann es wieder anziehen. Na gut, dann gib mir ein paar Stunden Zeit. Das dachte ich mir schon, dass es dauert. Kennt ihr mal. Ich komme heute Abend nochmal vorbei und dann schaue ich, wie es aussieht. Gut. Vielen Dank. Wer bezahlt das Ganze? Ich. Gut. Wer soll es sonst bezahlen? Das ist ja mein Kettenhemd. Ich frag nur. Bin mir nicht so sicher. Ich kenne Gerüchte, dass ihr Geld nicht kennt. Wir kennen Geld doch durchaus. Tauschgeschäfte haben wir schon vor ein paar hundert Jahren aufgegeben. Ja. Was soll es denn kosten, dass ich nur so eine Vorstellung habe? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Kommt drauf an, wie viel Material ich verwenden muss. Okay, gut. Dann sehen Vielleicht wir uns heute Abend. Mal mit ein paar Silberlingen, mindestens. Die habe ich noch. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Wir sehen uns. Die Lena wird wieder zurücksteuern, gucken, ob sie Astani abgefangen kommt, bekommt auf dem Weg zu den Magiern. Ja, muss Astani entscheiden. Eher nicht, weil Asanjo und Lena haben sich getrennt inmitten der ganzen Zelt Tobabobo. Also ich denke mal, die Schmieden werden nicht in Richtung Magier sein. Mhm. Dementsprechend ist der schon längst über alle Berge.
Dann wird die Lena noch über einen längeren Weg einfach durchs Lager mal gehen, schauen, hören, wie die Stimmung so insgesamt ist und sich dann langsam auf den Rückweg machen. Also schauen. Ja, und dann bekommst du die Gespräche mit irgendwie, dass es Tote gegeben hat heute Nacht. Ich würde dann auf so eine Gruppe herantreten, die mir auch aussieht, als würde sie nicht gleich von mir zurückschrecken. Und fragen, entschuldigt, es gab Tote? Oh, die 12 zum Gruße, ja. Zum Gruße, wisst ihr irgendwelche, etwas Genaueres oder ist das einfach? Einer von der Garnison vom Sturmfels, ein Bogenschütze, glaube ich, und eine Magd. Oh. Beide erdolcht wurden. Das ist äußerst seltsam. Ja, naja. Drüben bei den Golgariten. Ja. Na naja, gut, vielen Dank. Ich werde mal schauen, was ich noch so. Macht euch keinen zu großen Kopf. Naja. Ich kannte die beiden nicht, von daher. Ja, das ist eine Mehrlage. Aber mir macht das Sorgen, dass hier Leute umgebracht werden im Lager. Schaut dich so mit einem großen Auge an. Und was sei das? Warum schaut ihr mich so an? Ich habe nichts gesagt. Ich werde ein bisschen größer. Richte mich ein bisschen größer vor ihr auf. Komm, seid ehrlich. Ich werde euch schon nichts tun. Für meine Position hier viel zu. Naja. Hinterrücks ermordet, erdolcht und Amazonen-Assassinen. Weiß ja nicht, wie ihr handelt. Ich weiß schon, dass Amazonen und Assassine sich gegenseitig ausschließen. Wieso? Weil wir Amazonen ehrenhafte Kriegerin der Rondra sind? Ich dachte immer, Amazonen wären, das wären nur, also nur so ein Frauenkult. Ja, wir sind nur Frauen. Aber trotzdem sind wir keine Assassinen. Wusste ich doch, sagt der andere, der neben ihm steht. Die sind nur Frauen. Wie macht ihr das mit dem Vermehren? Wie es mal normale Menschen machen. Wir gehen zu. Wenn ihr keine Männer habt? Es gibt Männer im Umland. Aber das geht jetzt, führt jetzt alles viel zu weit. Naja, ich. Und wie ist das so, Assassinin zu sein? Hab ich doch gar keine Ahnung von. Ich bin eine Amazone. Ich kämpfe, wenn dann. Die einzige Amazone heraus, hier im Lager. So also ein, musst du die Assassine so einen sein. Schritten, ein. Bitte? Du bist die einzige Amazone hier im Lager. Deswegen musst du wohl die Assassinin sein. Nein, bin ich aber nicht. Und ich tritt nochmal so einen Schritt näher ran. Lust auf einen Zweikampf? Ich schätze eher nicht. Nein, danke. Schade. Ich hätte gedacht, ich bekomme ein bisschen Training. Wir hätten auch Holzschwerter nehmen können oder stumpfe Schwerter. Nein, das ist unter meiner Würde. Na dann normale? Ich muss arbeiten. Ja, du stehst schon, seit ich da hinten am anderen Ende des der Straße. Ja, jetzt ist auch meine Pause vorbei. Der zieht seinen Kumpanen so hinter sich her. Schönen Tag euch zwei noch. Der ein ganz breites Grinsen auf dem Gesicht hat. Mach's gut, Amazone. Lena grinst sich und geht dann Richtung Zelt, weil sie ja sonst hier nichts zu tun hat. Ja. Astanio läuft rüber zu den zu Magierzelten. Kommt da auch ohne Probleme an, man lässt sich überall durch. Astanio hat seinen Magierhut in der Hand, denn das Ding
findet er immer noch furchtbar unpraktisch. Er schaut aus wie der größte Vollidiot damit. Seufzt einmal, als er vor dem Zelt von Frau Rattisch steht. Macht seine Robe glatt, macht die Staubkörner von den Füßen runter, schrubbt doch einmal das Leder glatt, setzt sich den Hut auf und tritt herein. Dann tritt es herein und siehst gerade die Magistra Rattel im Gespräch mit einem Mann, einer Frau, die sich dann, als die Zeltplane zurückgeschlagen wurden, umschauen zu dir. Ah, sagt Magistra Rattel. Astanio. Und Astanio steht stramm und sagt: Melde mich gehorsamst, Astanio Armano zu Jannisberg Kompanie unter der Führung von Frau Rattel. Ja, ja, was auch immer. macht das so, wie ich das gesagt habe. Ihr könnt dann gehen. Komm her, Astanio. Leicht irritiert. Nimm doch Platz. Leicht davon irritiert, dass die Magistra ihn duzt, sitzt er sich auf den Stuhl und schaut sie perplex an. So. Alike. Reicht dir die Hand. Oh. Gibt ihr die Hand und schaut sie nur noch fassungsloser an, während ihr die Hand schüttelt. Er zieht seine Hand so zu sich ran, legt die andere Hand so drauf und schüttelt die Hand so. Ja. Weißt du, die Leute, die für mich arbeiten, ich pflege ein familiäres Miteinander. Aha. Und da du jetzt zur Familie dazugehörst, kannst du ruhig Rallike sagen. Also natürlich, wenn wir unter uns sind, wenn andere dabei sind, am besten Magistratel. Sonst denken die noch, was weiß ich was. Natürlich, natürlich. Okay. Ich dachte, ich melde mich mal zum Dienst. Oder ja, ja, wie auch immer das jetzt heißt. Nun, ich führe eine kleine Abteilung tatsächlich. Man hat dich ja als Soldat zugewiesen. Vielleicht ist das ein bisschen anders, als du das aus der Seegarde gewohnt bist hier. Oder generell von deiner Akademie. Ich hörte, nun, ihr seid sehr gedrillt. So wie jeder ein guter Soldat dienen muss, soll. Ja. 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 Bei mir bist du weniger Soldat und mehr Magister. Können wir uns darauf einigen? Wir reduzieren sehr gerne das Soldat auf ein Minimum und potenzieren damit die sündegefälligen Gaben. Ah, verstehe. Können wir uns darauf einigen? Dann können wir diesen ganzen Militärquatsch also weglassen. Natürlich, natürlich. Schon wenn der draußen so viel ist. Muss ja nicht hier drin auch noch sein. Bin ich gar nicht von abgeneigt, um ehrlich zu sein. Gut, dann sind wir uns ja einig. Gut, dann was hast du mit mir vor? Also, es geht ja auf den Herzog ins Feindesland. Und um ehrlich zu sein, alle, die ich hier mit mir als Gefolgschaft dabei habe, von denen hätte ich ungern jemanden auf eine Mission geschickt. Das ist uns Unbekannte, aber da dir das Land dort bekannt ist, denke ich, dass ich
dir die Mission anvertrauen kann. Außerdem stehst du ja in meiner Schuld, also. Astario hat ein komplettes Pokerface. Meine, die Tränke waren auch teuer, die du. War der Heiltrank gut? Astario starrt sie an, nickt langsam mit dem Kopf und beißt die Zähne zusammen. Ich kann hier keinen Magus gebrauchen, der mit zerschundenem Rücken durch die Gegend läuft. Gerade laufen. Die Soldaten haben meistens eh schon Ehrfurcht vor uns, weil sie unsere Mittel nicht verstehen, aber man muss es auch repräsentieren, was man darstellt. Dazu gehört die Robe und der Hut und der Stab. Apropos Stab, wo ist dein Stab? Asane kratzt sich am Kopf. An seinen Stab hat er jetzt schon 17 Jahre lang ehrlicherweise nicht gedacht. Ich vermute, in Beilung? Verstehe. Also, nachdem wir aufs Feld geschickt worden sind und wir den Stab da natürlich nicht mitführen durften, ich hab den damals im Zelt gelassen. Ja, der Magiebann, ja. Immer noch eine der unsinnigsten Aktionen, die jemals befohlen wurden. Das konntest du aber laut sagen. Eine der unsinnigsten Aktionen, die jemals begangen wurden. Und das Tanio grinst so ein bisschen und schaut nach unten, um das Grinsen zu verdecken. Nun, Astanio, unter uns gesprochen. Einen Stab zu besorgen, wird natürlich ziemlich schwierig. Wir sind hier in einem Heerlager. Hier gibt es nicht die Materialien dafür. Ich werde schauen, was sich tun lässt, ob ich was besorgen kann, sodass du da die Bindungsrituale neu durchführen kannst. Aber das wird deine Zeit dauern. Wäre es keine Möglichkeit, eventuell den Stab aus Beilung irgendwie herzubeschaffen? Also rein theoretisch, naja, natürlich. Dann müssten wir über den Seeweg. Ich meine, wir haben eh vor, durch die Ausgrabenmarkt durch. Irgendwann also werden wir in Beilung. Ja, gut, irgendwann, ich verstehe. Das wird wahrscheinlich ein bisschen zu spät sein. Ich rate dir dazu, als wenn du den Stab neu gebunden hast, als ersten Zauber einen Apport drauf zu sprechen, damit der Stab dir folgt. Der Bedarf. Bist du vertraut, ja, mit der Thesis? Also, bei uns war das eher, und das Talio macht so den so Handbewegung für Schwert. Verstehe, ihr wart eher so die Soldaten. Ja. Wir sind der Hilf. Ja. Nun, ihr habt ja sicher auch euren Zweck zu erfüllen. Aber die zweite Sache, die ich besprechen wollte, das Regiment und von auf das du wahrscheinlich angesprochen werden wirst oder von dem du was wissen möchtest. Sagen wir, offiziell gehörst du zu meinem Kontingent, aber das Problem ist, offiziell besitze ich kein Kontingent. Das heißt, wenn dich irgendjemand fragt, ob du zum Militär gehörst oder nicht, wirst du was verneinen. Du bist Zivilist, ein Magus, Magister. Mhm. Im Auftrag der Hellsichtschule zu Romulus. Das sollte reichen. Das Tanio hebt so langsam die Hand. Ja, das ist eine Heimatakademie. Das werden die wenigsten wissen und weniger unsinnige Fragen stellen. Und falls einer doch dahinter kommt und doch die Frage stellt, sagst du, ja, hast halt die Akademie gewechselt. Na, gut. Das kommt vor. Zweitstudiengang. Meine. Außerdem, bei uns in Romulus, wir beschäftigen öfters mal Experten auf der ein oder anderen Gebiet aus anderen Akademien. Gut, dann hatten wir das ja geklärt. Mhm. Und die zweite Sache ist, und
Hier möchte ich dich auf jeden Fall darauf hinweisen, dass du das für dich behältst. Denn das Regiment, das ich eigentlich führe, von dem du nichts erzählen sollst, gehört in die höchsten Kreise des kaiserlichen Hofes. Ihr wollt mir doch jetzt nicht etwas sagen. Und Astalio hebt eine seiner Augenbrauen. Ich möchte damit sagen, dass er ab sofort für die kaiserlich-garetische Informationsagentur arbeitet. Und Astalio wird ein bisschen bleich im Gesicht und pfeift durch die Zähne. Also ist es also wahr, was man sich über Romanes erzählt, so, Der Ruf macht viel aus. Ui, okay. Wenn ich meine... Okay. Astalio schüttelt den Kopf und wischt sich einmal durch das Gesicht. Unsere Gruppierung. Also unsere... Die kaiserlich-garetische Informationsagentur. Nein, nicht diese. Meine kleine Gruppierung. Also mit Jandrik, mit Elena und... Ach so, deine Freunde, ja. Ja, die müssten sowas erfahren. Beziehungsweise wenn... Warum? Wenn ich das geheim halte, kommt's raus. Und wenn es rauskommt, dann habe ich da ein bisschen ein Problem. Wieso sollte das rauskommen? Bist du nicht in der Lage, ein Geheimnis für dich zu behalten? Vielleicht sollte ich unsere Zusammenarbeit nochmal überdenken. Es hat nichts mit mir zu tun, sondern mit... Im Grunde mit zwei Personen aus der Gruppe, die ihre Ohren, ihre Hände und ihre Augen überall haben, wenn sie verstehen, was ich meine. Ja, wenn du die Person schon mal kennst, ist es doch perfekt. Wenn man weiß, dass jemand Augen und Hände überall hat, kann man Gegenmaßnahmen treffen. Ich denke, wenn ich das geheim halte, dann verspiele ich mir so ziemlich jegliches Vertrauen mit denen und wäre keine gute Idee. Sag, ich habe dich freigestellt. Freigestellt? Mhm. Wenn mich jemand fragt, sage ich dasselbe. Dein Auftrag ist, zurück in die Rabenmark zu kehren, von mir aus mit deinen Freunden zusammen. Und einen guten Weg zu finden, Nachforschungen anzustellen. Ich möchte eine besondere Sache wissen. Mhm. Durch die Rabenmark verläuft mindestens eine Kraftlinie. Bist du vertraut mit der These der Kraftlinie? Seitdem ich in diesem komischen Wall war, ja. Prima. Ich möchte, dass du die Kraftlinien dort erforschst, tief in die Rabenmark eindringst und die Quelle herausfindest. Irgendetwas hat dieser Lokadus von Kemet mit den Kraftlinien angestellt. Irgendwas hat er vor. Vergiftet? Verseucht? Meint ihr das eventuell? Ich denke, seit der Wahl gefallen ist, zumindest spüre ich, dass sind die magischen Energien wieder frei. Aber ich frage mich, was könnte man damit anstellen? Und das kann man nur vernünftig herausfinden, wenn ich jemanden vor Ort habe, der die Kraftlinien dort studiert. Ich sage es mal so, wir hatten im Wald ein oder die andere Begegnung. Darunter ein laufender Baum. Und der hat uns von dieser These erzählt. Und daraus sind, dass eine Kraftlinie direkt unter dem Wald verläuft. Mhm.
Diese Kraftlinie wurde vergiftet durch den Dämon, der von uns zunichte gemacht worden ist im Wall. Na, dann sind es. Das ist auch mein Informationsstand. Und ihr, und du gehst davon aus, dass der Nekromant da hinten mit seinem Rat irgendwas Ähnliches macht. Die Kraftlinie verläuft zumindest in die in der näheren Umgebung von Altzoll, wenn ich das richtig extrapoliere. Altzoll. Und da soll der Gute sicher aufhalten. Allerdings. Wenn es ganz schlimm kommt und meine These falsch ist, das müsstest du dann allerdings herausfinden, Astanio, verläuft die Kraftlinie danach noch weiter nach Wahrung und zieht sich durch den ehemaligen Sitz des untoten Drachen Razzazor. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Auf jeden Fall hier, wenn du das erforschen sollst, brauchst du auf jeden Fall einige grundlegenden Informationen über Kraftlinien. Warte mal, geht zu einem kleinen, zu einer kleinen Truhe und wühlt ein bisschen daran herum und holt 4 dicke Bücher heraus und drückt sie dir in die Hand, also in die Arme. Lesen, verstehen, auswendig lernen. Oder Miriam. Na wunderbar. So, und dann habe ich hier noch dieses. Sie gibt dir so einen Monokel. Also sie gibt dir einen Monokel. Mit so einer leicht bläulichen Färbung und einer silbernen Kette dran. Darauf liegt ein Zauber, der Kraftlinien sichtbar machen lässt. Allerdings ist der ein bisschen. Naja, man sollte ihn nicht zu oft einsetzen. Man bekommt leicht Kopfschmerzen, wenn man ihn anwendet, während man da durchschaut. Er zehrt sehr an der astralen Kraft. Aber falls du mal Probleme haben solltest, die Kraftlinien zu entdecken oder ihr zu folgen, ist es genau das richtige Instrument dafür. Alles klar. Und er nimmt das Monokel entgegen und legt es in eine Innentasche seiner Robe. Kagi, um Gottes Willen, das ist schon fast eine Beförderung anstatt eine Bestrafung. Richtig. Aber das muss man ja dem Herrn von Sturmfels oder den von Mersingens nicht auf die unter die Nase reiben. Nicht unbedingt, nein. Ein einfacher Soldat unter meinem Kommando klingt schon wie ein Abstieg von der Beidunker Seegarde. Und das lassen wir auch so. Mhm. Bin ich dafür. Gut. Also, du begibst dich dann in die Ostrabenmark, tauchst unter und erforscht diese Kraftlinie. Vom Soldaten zum Forscher. Findest ihre Quelle. Forschung. Das heißt, das heißt Forschung. Das oberste Gut ab sofort. Nichts mehr mit Drill, nichts mehr mit Strammstehen, nichts mehr mit Militär. Forschung. Ohne das Wissen sind wir nichts. Und das Tanio schaut leicht abwesend an, schon fast an Magister Rattel vorbei. Lächelt. Ich bin in die falsche Schule gegangen. Das ist richtig. Aber wahrscheinlich hattest du keine Wahl. Zu Jannisberg. Naja, du hättest auch nach Donnerbach gehen können. War näher dran. Wahrscheinlich hätten wir uns aber hier nicht getroffen. Das stimmt allerdings.
Gut, dann bleibt mir noch eine andere Frage, die ich stellen wollen würde. Mhm. Das betrifft nämlich auch meine Gruppe. Es ist eher, ich würde etwas ästhetisch nennen. Und das Talio wedelt so vor seinem Gesicht her. Ich habe langsam die Nase voll, als alter Mann betitelt zu werden. Gibt es Möglichkeiten, den Alterungsfluch umzudrehen? Das müsste man sicherlich einmal erforschen und das bräuchte sicherlich einiges an Zeit, aber ich halte das durchaus für möglich, den Fluch zu brechen. Sagen wir so, wenn du mit deiner Mission vorankommst und sie gut meisterst, vielleicht habe ich schon die ersten Ergebnisse für dich, wenn du zurückkehrst. Ich werde mich einmal mit dem örtlichen Hexenzirkel auseinandersetzen. Vielleicht wissen die etwas darüber. Danke. Aber ich habe da auch eine eigene Theorie. Ja? Und das ist etwas, was mir Magenschmerzen bereitet. Ich bin davon ausgegangen, und ich habe jetzt 17 Jahre darüber nachgedacht, dass die Hexe, die mich in Bailong verführt und verraten hat, damals nicht auf dem Feld gestorben ist. Wird wahrscheinlich nur schwer nachzuvollziehen sein. Durch die Wirrungen des Krieges sind einige zu Macht gelangt im Osten und andere untergetaucht und wieder andere gestorben. Wie war denn Ihr Name? Ach, 17 Jahre später. Ja, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Wahrscheinlich war es sowieso ein falscher Name, den sie dir genannt Doch. Haben. Doch! Palmüller. Aber... Und dann werde ich auch das beim Hexenzirkel erfragen. Wenn sie wirklich eine Hexe ist, wird sie wohl irgendwie Kontakt zu irgendeinem Zirkel halten müssen. Wenn sie Vermutlich. Wenn sie ihre Kräfte behalten möchte. Und wenn sie noch lebt. Die Frage ist eben, hält sich der Fluch, solange sie lebt, oder hält sich der Fluch für immer, bis man ihn bricht? Das kann ich dir nicht beantworten, da bin ich nicht die Expertin für. Dachte ich mir. Nun gut, es hat auch momentan nichts von Belang. Es ist im Grunde nur ein Aussehen. Außerdem hilft es mir, diese Jungspunde ein bisschen im Zaum zu halten. Weißt du, ein gediegenes, altes Aussehen ist manchmal von Vorteil, weil man unterschätzt wird. So wie ich deine Bewegungen und deine Ausdrucksweise und deine Redeweise und vor allen Dingen deine Bestrafung eingeschätzt habe, ist dieser Alterungsfluch wirklich nur rein äußerlich. Ist das so? Zuerst, als mich der Fluch traf, fühlte ich mich schwer und ich konnte kaum mein Schwert heben. Das könnte aber auch eine Abart des Plumbumbarum sein. Nun, ich habe es mir wieder antrainiert, in diesen 17 Jahren fit zu sein. Jeden Morgen Tanz der Marder. Ja, das ist... Schwertkampf. Ja, Schwertkampf. Wer es mag. Wenn ihr da 17 Jahre verbracht habt, ist es ganz praktisch. Denkt daran, da ihr jetzt für die Akademie Rommelis arbeitet, ist das Tragen eines Schwertes für euch
naja, nicht geziemlich. Allenfalls ein Kurzschwert. Und das schluckt Astanio einmal kräftig. Ihr habt doch den Kodex studiert damals. Was sich geziemt als Magier und was nicht. Oder hat man das, weil ihr ins Militär gegangen seid, nicht für nötig beachtet, euch das beizubringen? Ich will es gar nicht wissen. Ich hole den Kodex und ihr lernt auch den auswendig. Kommt wieder in der Kiste. Das Schwert ist die letzte Verbindung zu meinen Freunden. Stockt kurz in der Bewegung, dreht sich dann um. Das ist nicht mein Schwert. Und er zieht die Klinge aus der Scheide und übergibt das Schwert an Heirike, die darauf erkennen Alike, kann, ja. Oder Alike, die darauf erkennen, den Namen erkennen kann, Alrizio, Alrizio. Alrizio Harikandel. Ich habe ihn gerichtet. Gnadenstoß. Magieverbot. Verstehe. Wiegt das Schwert so in den Händen? Soll ich dafür sorgen, dass es zu seiner Familie gelangt? Wenn das die Bedingungen sind, dann werde ich dem Folge leisten. Oder hängt ihr an dem Schwert? Als Erinnerung an eure Missetat, die keine Missetat war. Nein, ich hänge an dem Schwert als Erinnerung an meine Freunde. Und des Weiteren hat dieses Schwert, und das ist vielleicht jetzt eine magische Besonderheit, Flammen geschlagen, als wir im Wall waren. Und daraus konnte ich meine Freunde retten. Und danach geschah was mit der Blindheit. Ja, ich sehe schon, wenn ihr zurückkehrt, werdet ihr viel Zeit in meinem Labor verbringen. Und das Tanja schaut sie ein bisschen geschockt an. Naja, ihr seid ein wandelndes Mysterium. Solange an mir nicht herumgeschnippelt wird? Das kann ich nicht versprechen. Brei, steh mir bei. Ach, als Soldat müsst ihr schon Schlimmeres erlebt haben. Solange es keine Spritzen sind. Dann behaltet das Schwert. Führt es nur nicht in der Öffentlichkeit, wenn ihr hier unterwegs seid. Wenn ihr drüben seid in der Ostrabenmark, ist es vielleicht sogar besser, euch nicht als Magier zu erkennen zu geben. Gut. Bin ich mit einverstanden. Wie gesagt, wenn ihr das Schwert führt, kommt ihr nicht von uns. Sie natürlich. Lächelt. Und trotzdem auswendig lernen. Werde ich. Würde dir nicht so alt aussehen, würde ich sogar sagen, morgen ist Test. Aber ich denke, über die Lebenszeit seid ihr lange hinaus. Ich brauche jemanden von deiner Lebenserfahrung für diese Aufgabe. Deswegen kann ich auch keinen von meinen Gefährten hier schicken. Verstehe. Und was deine Freunde angeht, die mit der langen Nase
und den krabbeligen Fingern. Elena? Denn du hast doch von, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer von denen krabbelt. Ah, das meinst du? Ich hoffe, du hast das unter Kontrolle. Ich hoffe es auch. Gut. Wenn sonst nichts mehr ist, hast du jetzt ja ordentlich was zu tun. Deutet auf die Bücher. Bücher wälzen. Und Astalio steht mit einem Ruck auf. Prosperano kannst du doch, oder nicht? Astalio nickt. Wie ist es das? Ja. Hier sind wir mit dir. Hier sind wir mit dir. Und dann murmelt, oh Gott, daran muss ich mich auch noch gewöhnen. Und nimmt die Bücher und dreht sich auf dem Absatz um und torkelt ein bisschen verwirrt aus dem Zelt heraus. Ja, kehren wir zurück zu Osko im Zelt. Nach einer Weile, wenn du da nichts mehr großartig sonst anderes machen würdest, kommt Elena ja zurück. Osko wird in der Zwischenzeit sich darum gekümmert haben, ein Feuer zu entfachen, damit wir uns bei dem beginnenden Schnee so weit wärmen können. Das heißt, dementsprechend wird Osko auch irgendwo sich am Feuer ein Plätzchen gesucht haben und sollte niemand etwas von ihm verlangt haben oder nach ihm gerufen haben, ins Feuer blicken. Und dann aufschauen, als Elena wiederkommt. Oh, hallo Osko, ist noch keiner von den anderen wieder da, wa? Nein, du bist die Erste. Das sind Feuer gemacht, sehr gut. Ja. Wir sollten vielleicht Wasser besorgen und dann kannst du wieder einen guten Tee machen. Hast du noch Kräuter oder meinst du, du kannst noch welche besorgen? Ich habe noch welche, aber ich denke mal, ich kann bestimmt auch noch welche besorgen. Ja, kannst du dann auffüllen, deine Vorräte, das ist ja gut, noch so ein schöner, wärmender Tee. Ich denke mal, da wird sie was machen lassen. Ich frage Kasmine oder... Ja, ich denke, ich werde Kasmine mal fragen. Aber ja. Die Idee mit dem Schnee ist gut. Denn ich hole schon mal kurz einen Topf, dann können wir das Wasser schon mal heiß machen. Mhm. Braucht ihr immer eine Weile. Genau. Gerade auf dem offenen Feuer. Ach ja. Osko geht dann ins Zelt, öffnet einen seiner kleinen Beutel, die er sonst immer an seiner Seite trägt, zieht ihn auf und in dem Beutel zu sehen ist nur noch ein Bruchteil der einzigen Fülle von Apfelbaumblättern und kleinen getrockneten Äpfeln. Ja, ist wirklich nicht mehr so viel. Ich werde bald mal zu ihr gehen müssen. Ja, und Hauptsache ist es etwas da und das Wasser ist nicht einfach nur Wasser. Geschmack trinkt sich doch immer leichter. Ja, da hast du vollkommen recht. Und Osko kippt den ganzen restlichen Inhalt in den Topf, wenn das Wasser bereits geschmolzen ist. Ach ja. Der Schmied war doch tatsächlich erstaunt, dass ich die Reparatur meines Kettenhemdes selbst bezahlen will. Ich meine, wer soll das bezahlen hier? Ich gehöre nicht zum Militär. Das ist nicht zu dem hiesigen. Hast recht. Ja. Eventuell hättest du es ja auf die Liste von Bornea setzen können oder so. Nein. Warum das? Ich gehöre absolut nicht zu ihr. Das hätte ich auch nichts auf ihre Liste. Das war nur ein Spaß. Ja, aber mit sowas sollte man nicht spaßen. Sie ist immerhin die Heerführerin und die Eminenz des des Golgaritenordens. Geht es dir denn wieder besser? Du siehst etwas guter aus. Ja, alles gut soweit. Ich habe nur einen Moment gebraucht. Hm. Ich glaube, der Tee wird das Ganze besiegeln. Das ist schön zu hören. Und Osko schaut einmal nach links und nach rechts. Elena? Hm? Du hast diese Gerüchte doch bestimmt auch schon gehört, oder? Die Amazonen-Assassine, ja. Woher bei den Göttern kommt das? Ich weiß es nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Es ist die Jungspunde, so in deinem Alter oder Jünger, die hier rumlaufen, glauben ernsthaft, dass Amazonen unehrenhaft kämpfen und Leute hinterrücks ermorden.
Ich wollte ihn vom Gegenteil überzeugen, dass wir sehr gute frontale Kämpfer sind, aber er wollte leider nicht mit mir trainieren, der eine. Hat sich gedrückt. Kann ich nachvollziehen, aber... Ich werde mit einer Amazone trainieren. Wann hat man mal die Möglichkeit dazu? Aber er war sich wohl zu schade. Ich hätte ihn ja auch nicht allzu sehr blamiert. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Er wollte nicht, es ist sein Pech. Hm. Na, ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt ohne dich zu kennen, hätte ich auch nicht viel über Amazonen gewusst. Ja, das haben die beiden Jungs auch nicht. Hm. Aber es wird trotzdem interessant zu wissen, wo das Gerücht herkommt. Da ist es irgendwie komisch. Ja. Vielleicht wissen die anderen mehr. Ja. Die Sache wird umso beunruhigender, weil... Wegen den zwei Toten? Genau, ja. Ich habe es auf dem Weg von der Schmiede zurück aufgeschnappt. Der Grund, warum ich heute Morgen so aufgelöst war. Oh, ja, das kann ich dir nicht verdenken. Ich meine, das waren nicht die ersten Toten, die ich... Du weißt schon. Ja, ja. Aber es war schon lange her und... Gerade auch hier im Heereslager habe ich das nicht erwartet. Nicht auf diese Art und Weise. Also ganz ehrlich, das ist ja gerade keine Kämpfe und dann gibt es einfach in der Nacht zwei Tote, die irgendwie mit Dolchen oder Messern niedergestreckt wurden. Das ist so das, was ich gehört habe. Wenn du die gesehen hast. Ja. Wer macht sowas? Also, warum? Vor allen Dingen ist es besonders ungünstig, wenn dabei das Gerücht der Amazonen-Assassinen. Mhm. Naja. Ich meine, nicht, dass ich dir das irgendwie zugetraut hätte, das weißt du. Ich wollte nur einmal fragen, was du darüber weißt, okay. Nicht best weniger wie du, beziehungsweise sind wir auf dem gleichen Stand. Mhm. Wir sollten das im Auge behalten, glaube ich. Ja. Aber. Wir sind wirklich hier die Außenseiter, also gerade Mora und ich. Naja, ich denke mal, wir alle. Ich meine, gut, ich jetzt mittlerweile nicht mehr, Götter sei Dank. Ja, und Astanio ja auch nicht. Er ist ja jetzt unter der Fuchtel der guten Magistra Magna. Ah, Tee. Und Mora kommt mit Jandrik im Schlepptau auch gerade zum Feuer und reibt sich die Hände, wärmt sich ein wenig. Ja, genau. Ich habe Tee gemacht. Klar. Nimm euch mit. Perfekt. Hey, gut, und was gibt's zu essen? Bisher noch nichts. Ich glaube, dafür müssten wir schon rüber zur zentralen Versorgungsstelle gehen. Denke auch, aber ich habe gerade sowieso nicht so einen Hunger. Hoffentlich nicht wieder so eine dünne Suppe. Ja, aber viel können wir hier nicht erwarten. Müssen ja ein Haufen Leute versorgt werden. Ich weiß auch gar nicht, wie viele es sind. Ich bin jetzt noch nicht durchs komplette Lager gelaufen. Ist es nicht egal? Ein ganzer Haufen, vor allem den Golgariten. Ja, sie stellen die Hälfte über die Hälfte. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin noch nicht um das ganze Lager gelaufen. Aber das sollte ich vielleicht mal tun, damit ich weiß, wie viele hier wirklich jetzt sind, die in den Osten ziehen wollen. Der alte Mann. Wo ist der alte Mann? Der alte Mann, Astanio, ist zu der guten Magister Magna, um sich vorstellig zu werden und sich zum Dienst zu melden. Und dann hört ihr von draußen ein Gefluche, während Astanio versucht, verheddert in der Plane des Zeltes, irgendwie rein zu euch reinzukommen. Ja, das ist... Oh Mann, ich hasse Zelte! Es ist nicht zu glauben! Ja, Leute, komm mal her. Und schmeißt ihm so zwei Bücher in den Arm. Ziemlich dicke Schmöker. Was wird das jetzt? Ich hab mich hier an diesen... Und Astanio zieht seinen Fuß aus einem der Stelzen, die unten mit dem Seil verbunden waren, um das Zelt aufrechtzuhalten, raus. Ich hab mich hier verheddert. Lass mich dir helfen. Bleib mal stehen, Moment, halt, warte mal. Nicht, dass du mir mein ganzes Zelt abräumst.
Ja. Okay, ich halte die Stange fest, du entwirrst seine Füße. Ja, halt nicht bewegen. Bleib still. Sag mal, aua! Ah! Pass doch mal ein bisschen auf! Heute, gestern Nacht hast du noch erzählt, du willst fürchterliche Schmerzen erleben. Also bitteschön. Das heißt aber nicht, dass du mir den Fuß brechen musst. So, jetzt kannst du. Jetzt red mit drüber. Ah, super. Oh Mann, ey, es ist aber auch echt. Man sollte hier Schild aufbauen. Bringt der nichts. Ja, ja. Ah, das sind ein paar Schmücker. Und das Tanjo nimmt Jandrek die Bücher wieder ab und lässt die krachend auf einen Tisch fallen und sich gleich daneben auf einen Stuhl. Du weißt schon, dass wir in den Krieg ziehen, nicht in die Bücherei. Da drin sind Informationen, die uns helfen werden. Welche? Das weiß ich selber noch nicht. Ich habe die Bücher noch nicht angeschaut, aber ich soll sie auf jeden Fall durchlesen. Sind das Hausaufgaben von der Magistra? Man könnte es so sagen. Und auch noch in Bosperano. Ich kann ja sagen, ich kann die Schrift nicht lesen. Ja, Bosperano. Magiersprache. Viel Spaß. Ich habe das seit Jahren nicht mehr gelesen. Ich glaube, es ist ein bisschen eingerostet. Übung macht den Meister. Ah, super. Macht ihr hier gerade Tee? Yep. Ist doch schon fertig. So gut wie. Krieg ich eine draußen? Ist ja wirklich eine Arschkälte. Ja, es ist auf einmal sehr kalt geworden, habt ihr recht. Ja. Und das ist natürlich. Das heißt, ihr seid bei der guten Magistra vorstellig geworden. Sehr gut. Ich musste es ja wohl. Wenn ich es noch länger auf die warme Bank geschoben hätte, dann... Wie gesagt, Politik. Und das können wir uns hier wirklich nicht leisten. Ja. Apropos Politik. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das gehört habt. Es gab diese letzte Nacht 2 Tote im Lager. Wir sind auf dem Kriegsgebiet, was glaubst denn du? Ja, nein. Ja, aber nicht hinterrücks erstochen. Asanu starrt Osku an. Osku nickt. Und schließt dabei kurz die Augen. Was also für Tote? Die Frau hatte Stichwunden tatsächlich im Rücken. Der Mann hatte den Dolch ja noch im Hals stecken. Oh. Vorher ein Mann und eine Frau? Beide erstochen. Okay. Hier im Lager. Im Bereich der Gorgoriten. Quasi hier um die Ecke. Ja. Ich weiß auch nichts Genaueres, aber ein paar junge Soldaten haben mich schief angeguckt wegen den Gerüchten, die rumgehen mit der Amazonen-Assassine. Und Mora wirft Jandrek einen vorwurfsvollen Blick. Siehst du, was diese dummen Gerüchte machen? Könnt ihr uns da bitte mal aufklären? Ich hoffe, schaut sich Jandrek und Mora hin und her. Also Moment mal, nur weil du behauptet hast, du bist eine Amazonen-Assassine, heißt das ja noch lange nicht, dass da gleich Leute erstochen werden. Das lasse ich mir nicht anbinden, Jandrek. Was du im betrunkenen Wir saßen am Lagerfeuer und Mora hat ein bisschen angegeben, was sie alles kann vor den Soldaten. Und jetzt haben wir den Salat. Was sollen nein, wir, nein, nein, was nein, sollen nein. Wir da tun? Jandrek wollte mir das an den Schuh binden und hat das im sehr betrunkenen Kopf. Also Jandrek hat zuerst seine mich als solches betitelt. Wie auch immer ist, also ihr ich habt das Gerücht, anders in Erinnerung. Ihr habt das Gerücht irgendwie gestreut und jetzt macht es in den Lager. Ein Herlager, das tierisch gelangert ist, weil es nicht auf dem Möppel gibt, die Runde. Naja, aber das sind Gerüchte, das ist normal in einem Herlager. Was mich wirklich interessiert ist, was es mit diesem Mord auf sich hat. Was sind das für Leute, die da gestorben sind? Waren es Golgariten? Nein. Doch. Der eine war, also nach dem, was der eine Soldat mir gesagt hat, gehörte der eine als Bogenschütze zu Sturmfels, also zu deinem
Die andere Lehrmeister war eine Magd. Hendrik. Wer ermordet denn eine Magd und einen Bogenschützen? In derselben Nacht? Was ist das denn für eine Logik? Keine hohe Logik des Krieges. Nein. Vielleicht eine persönliche Sache. So scheint es. Vielleicht eine verlorene Liebschaft oder so etwas. Hm. Streit gibt's immer. Weißt du denn was Genaueres, Osko? Nur, dass wir ihn mit einem Messer im Hals im Lazarett versucht haben zu behandeln, aber es war zu spät. Es war ein geübter Stich im Hals. Es war nicht mehr zu retten. Geübter Stich. Aber, und Astanio dreht sich zu Elena um. Das können wir doch ganz einfach damit entkräften, dass ihr nicht meines Wissens nach Ritterrücks Leute umbringt, oder nicht? Ihr seid auf dem Schlachtfeld, aber ihr macht hier nicht hier einen auf Gossenmörder. Nein, ja, definitiv das Gerücht ist eine Amazonen-Assassine. Das ist schon absurd an sich. Ich denke, da sollte sich Elena keinerlei Sorgen machen müssen. Ja. Wird, oder? In einem Heerlager kann sowas sehr, 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 sehr schnell zur Sorge werden. Vor allem, weil die meisten nicht wissen, was eine Amazone eigentlich wirklich ist. Das ist wahrscheinlich die erste Amazone. Sie war die ganze Zeit bei euch und bei uns. Ja. Das heißt, ja, wenn jemand Jelena verdächtigen würde, wären hier längst Soldaten. Ja. Einerseits das und zweitens, wir können für sie, wir sind doch Zeugen dafür, dass sie die ganze Zeit bei uns war. Mhm. Und das könnte auch einfach, dadurch, dass mehrere Toten sind, um das Gerücht mal ein bisschen weiter zu spinnen, könnte es darauf hinauslaufen, wir sind die komische Gruppe, die aufgegabelt worden ist am Wall, die behauptet, sie hat irgendwas am Wall gemacht. Denen hört man eh nicht zu. Eine von denen ist eine Amazonen-Assassin. Jetzt sind zwei Tote da. Verstehst du, was ich sagen möchte? Was willst du dagegen machen jetzt, alter Mann? Wir können gerade gar nichts dagegen machen. Ich meine nur, dass wir uns darauf vielleicht irgendwie vorbereiten sollten, dass wir demnächst ein bisschen Ärger gekommen werden. Hast du den Namen zu den Toten, Osko? Ist irgendwas gefallen? Vielleicht, also ich entschuldige, dass ich dich jetzt so frage, aber du warst halt direkt dran. Oder jemand anders, der dabei war. Ihr Name war Arnhild. Arnhild. Etwa die Magd, die wir am ersten Abend hier gesehen haben? Am Feuer? Und in diesem Moment schaut Osko das erste Mal Mora an, versucht seinen Blick zu oder seine aktuelle Stimmung zu verbergen und schaut sie recht nüchtern an. Ja. Die Suppe ausgeschenkt hat. Ich glaube, sein Name war Jagold. Jagold, glaube ich, hieß er. Osko, du verbirgst was. Ich weiß nicht was, aber du bist ein unglaublich schlechter Lügner. Was? Spuck schon aus. Ich denke, ich bin nicht derjenige, der etwas zu Arnold zu erzählen hat. Osko schaut in Richtung Mora. Jetzt schaut auch Jandrik in Richtung Mora. Elena folgt auch so. Und das Stadio auch. Sie nickt von euch. Dann leicht. Ich kenne beide Namen. Ich kenne die Frau. Das ist Jahre her, aber dem Mann bin ich erst hier begegnet. Und dann blickt sie zu Jandrik. Es ist der für mich gespitzelt hat. Der dieses Gespräch mitbelauscht hat. Das ändert aber einiges. Oh, Scheiße. Arnhild?
Ich weiß nicht, wie viele Jahre her ist, aber sie war eine derjenigen, die ich in den Westen gebracht habe. Ich meine, es war sie. Ich habe sie erkannt. Also bist du eine derjenigen, die Leute in den Wald gebracht haben? Nicht über den Wald, über das Gebirge. Ach, ja, meine ich ja. Auf die andere Seite. Auf die andere Seite. Vielleicht hätten wir uns früher getroffen, hätte ich mir den Fuß damals nicht verstaucht. Vielleicht. Und dann wäre ich jetzt nicht hier. Das macht alles keinen Sinn. Ich meine, diese Frau, dieser Mann, meine Verbindung zu ihnen. Kannten denn, wer kannte von denen denn deinen Namen? Kannten denn beide oder nur? Sie kannte ihn, denke ich, doch. Aber er? Ich habe ihn nicht unbedingt genannt, aber ich habe mich hier auch nicht verborgen gehalten. Außerdem hat Jandrik den ziemlich laut am Feuer herumposaunt. Auch das. Wurde der Junge erwischt beim Lauschen? Er sagt nein. Aber ich weiß es nicht. Jandrik, du meintest, wir können ihr nicht unbedingt trauen, richtig? Wem? Lorandea. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht sicher. Sie hat zugegeben, dass sie ein Freund dieses Hexenmeisters ist, aber eine Freundin dieses Hexenmeisters ist, aber ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass ich ihr trauen kann, aber ich bin nicht dumm genug, das einfach blind zu tun. Wäre sie dazu in der Lage, einen Mord zumindest zu beauftragen? Ja. Sie ist die Heerführerin. In der aber Lage sie, dazu. Aber andererseits ist sie hohe Priesterin des Bohren. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es ist, glaube ich, gegen die Kirche des Borons, jemanden gewaltvoll in den Tod zu schicken. Ohne wahren guten Grund sicherlich, ja. Und wenn man bedenkt, dass der tote Soldat aus Sturmfels reinkommt. Sturmfels, ich habe mit ihm kurz gesprochen, als er mir den Trank vorbeigebracht hat. Er scheint voll und ganz in der Borondria zu stehen, habe ich den Eindruck. Also vielleicht war es wirklich auch ein Angriff gegen Borondrias Position. Aber warum warum die Magd? Vielleicht hat er gelabert. Ich meine, sie war doch eine von denen, die Essen und Trinken ausgeschüttet hat. Vielleicht hat er sich abgeschossen danach. Hast du ihm denn bezahlt? Genug. Was macht ein junger Herr im Militär, der genügend Geld hat plötzlich? Ich gehe mal davon aus, er hat sich betrunken und hat von seiner Arbeit, wo er den Mund halten sollte, erzählt. Wer außer mir hätte ein Interesse daran, beide tot zu sehen? Und da bekommen wir das Problem. Wir haben keine Ahnung. Sie blickt in dem Moment, wo sie es ausspricht, in die Runde und mustert jedes Gesicht der Anwesenden. Andrik schaut dich offen an, schaut dir in die Augen wie vorhin. Elena auch. Elena ist so ein bisschen, ist wirklich ratlos vom Gesichtsausdruck her. Sollen. Astanio schaut dich abschätzig an. Astanio, dir glaubt ich was. Ich glaube nichts, bevor nichts bewiesen ist. Misstrauen ist euer Recht. Die Beweislast ist schon ziemlich stark, Mora. Naja, Beweislast würde ich das jetzt mal noch nicht nennen, ne? Es sind zwei Leute tot und Mora kennt sie.
Es werden noch viele andere sie kennen. Richtig. Wir wissen nichts über die Situation in diesem Lager. Das ist ja das Problem. Wir verstehen nicht, was hier genau vorgeht. Wir wissen, dass es ja um irgendwelche politischen Intrigen geht. Der Tod dieser Leute kann alle möglichen Gründe haben. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt ein Problem für uns ist, ganz ehrlich. Wir müssen warten, bis es weitergeht. In der Zeit möchte ich ein bisschen mehr über die Situation hier im Lager rausfinden. Mhm. Solange der Mord uns nicht auf die Füße fällt, warum sollten wir uns um sowas kümmern? Das stimmt allerdings. Wenn ihr von diesem Mord erfahren habt und die Gerüchte gehen hier ja so oder so schon um, dann sollten wir weiter die Augen und Ohren offen halten. Ich meine, es gibt verschiedene Facetten dieses Gerüchts. Hast du noch was anderes gehört? Ist mir das zu Ohren gekommen. Ja, aber ich denke, es ist zu wenig, um dem wirklich nachzugehen. Dürfen wir trotzdem wissen, was du noch gehört hast? Ich meine, die Lage ist halt angespannt. Sie schüttelt den Kopf. Nein, nein, ich denke, ich will da niemandem einen Floh ins Ohr setzen. Schön, dass du uns vertraust, Nora. Sie blickt dann nochmal in die Gesichter. Elinas Miene ist jetzt hart geworden, nach dem Kommentar, den sie gemacht hat. Sie hat auch mit einer ziemlich kühlen Miene dann gesagt. Auch Astanios Gesicht ist steinhart. Mora zuckt nur mit den Schultern. Wir sollten uns vielleicht bei Borondria vorstellen. Ich denke, woanders kriegen wir sonst noch mehr Informationen? Das ist eine gute Idee. Sie hatte zu mir gesagt, sie möchte, dass wir mit in die Rabenmark kommen, aber jetzt geht's ihnen nicht. Ich muss mehr verstehen, was hier los ist. Euch vorzustellen, ist ein guter Vorwand, nochmal mit ihr zu sprechen. Mhm. Denkst du, diese verschiedenen Strömungen, von denen du erzählt hast, diese Mystiker und diese Frauenhasser, denkst du, die könnten uns hier gefährlich werden? Die könnten ihr gefährlich werden? Ja, ja. Wir sind, weil ja das meiste, was wir getan haben, verschwiegen wurde, glaube ich, einfach zu kleine Fische hier. Noch. Aber ja, ich glaube, die können ihr sehr gefährlich werden. Und ich glaube, diese Unsicherheit ist einer der Gründe, warum sie noch nicht los will. Kann ich schlage vor, verstehen. Dass wir uns vorerst auf ihre Seite schlagen, bis wir mehr wissen. Zumindest ihr gegenüber. Aber was ist mit deinem... Entschuldigung. Ja. Mit deinem Plan, dich bei den Frauenhassern einzuschleichen, wenn du jetzt bei Borondria aufschlägst. Naja, wenn dass ich eine Verbindung, du bist ja so ein Wenderhals, von daher. Dass ich eine Verbindung zu Borondria habe, wissen sowieso schon alle. Das kann ich also problemlos weiterspielen. Das macht mich nur wertvoller für die Vertreter der wahren Sache. Ja. Aber erst müssen wir wissen, was Borondrias Meinung ist. Ja, ich glaube, das würde uns helfen. Wenn sie denn Zeit für uns hat. Und wir gehen in die Politik und wir gehen in die Politik. Ja, Jandrik würde dann auch tatsächlich sich erstmal verabschieden und eben bei Borondia ja vorsprechen wollen, um die anderen vorzustellen. Wenn du dich dem großen Zelt Borondrias näherst, siehst du, dass dort einige Pferde angebunden sind.
schwarze Pferde und siehst gerade die oberste Golgaritin aus dem Zelt kommen mit Geleitpersonal und in voller Montur, also in voller Rüstung des Golgaritenordens. Sie macht eine eindrückliche Figur. Ihr reich verzierter Rabenschnabel auf den Rücken geschnallt. Das große Schild am Pferd schon befestigt, auf das sie gerade aufsteigt. Auch die anderen Begleiter alle in voller Montur. Sieht sie mich? Sie schaut wohl in deine Richtung, aber ob sie dich jetzt wahrnimmt, ist schwer zu sagen. Zumindest reagiert sie gerade nicht irgendwie auf dich. Diese Leute, kann ich die irgendwie identifizieren, wer das ist? Du hast die wohl schon mal gesehen. Das sind halt wahrscheinlich sowas wie Gardisten, Leibgardisten von ihr. Sowas wie Illurion für die Frau von Mersingen ist. Aber eher nie, ja, also keine hochrangigen Bürgeriten. Mhm. Ja, dann versuche ich die Situation einzuschätzen. Hier jetzt zu stören, würde eher keinen Sinn machen, oder? Musst du wissen? Nein, natürlich nichts. Ich warte erstmal. Ich will sehen, was sie tut. Ja, die schwingen sich auf ihre Pferde und verlassen dann das Lager. In Richtung Westen. Nach Westen. Da gibt es eine Straße. Es gibt einen, ja, es gibt so einen ausgebauten Pfad. Dadurch, dass das Heer da durchgelatscht ist, sieht man das auf jeden Fall noch deutlich. Ich kann nicht anders. Ich gehe an den Stellen vorbei und suche mir ein Pferd, was vielleicht gerade keinen Besitzer hat oder einen Besitzer, der mir das Pferd gerade mal borgen kann und reite hinterher. Mhm. Unauffällig. Ich möchte nicht gesehen werden. Ja. Dann verlässt auch du das Lager. Machen die anderen? Astanio murmelt in Bosperano vor sich hin, während er anfängt, die Bücher zu lesen, die ihn Magistra Rattel gegeben hat. Und dabei trinkt er Tee, Omas. Also er fühlt sich immer wieder den Tee nach. Oh, Asko, ich glaube, du musst ins Letzte, musst neues Tee Kraut holen, so wie Astanion hier den Tee verschlingt. Ja. Brauchst du mindestens 2 Beutel für den Tag. Oh, Entschuldigung, ich habe die Eigenschaft, sehr viel zu trinken beim Lernen. Nein, ist schon gut, ich gehe Neues besorgen. Und Astanion murmelt, ist schon wieder komplett in seinen Büchern versunken und murmelt Decrucia me. Und brabbelt so weiter vor sich hin. Dann begleite ich dich doch ein wenig durch die Kälte, oder, Asko? Ist gut. Ich wollte allein gehen, sonst würde ich mitkommen und dass jemand sich nochmal meine Schulter im Lazarett anschaut. Ich glaube, langsam sollte ich sie wieder etwas mehr bewegen. Ja, können gerne zum Lazarett gehen. Ich denke, dass ich sowieso zu Perdern gehen sollte. Ich glaube, da sind die Vorräte für Tee. Bis später, Astanio. Bis später. Und wenn die drei aus dem Zelt herausgegangen sind, wird Astanio trocken das Buch beiseite legen und sich auf den Weg zu Frau Rattel machen. Okay. Ja, Osko und Mora treffen auf ihrem Weg quer durch das Lager auf Illurion und von Mersingen, die euch entgegenlaufen und Illurion winkt euch schon.
Die Stalia sieht immer noch sehr mitgenommen aus und hat irgendwie die Mundwinkel tief nach unten gezogen. Oskar winkt ebenfalls. Er war den ersten Teil des Weges recht still. Hat kein Wort mit Mora gewechselt. Zwölfe zum Gruße. Vestalia nickt nur stumm und Elurion sagt, Boron zum Gruße. Ich wollte auch gerade zu euch. Zu uns? Ja. Wir sind auf dem Weg zum Lazarett, ein wenig Tee besorgen. Aber wie können wir euch helfen? Nun, es geht um die Morde heute Nacht. Ah, ihr habt davon gehört. Ja. Wir wurden von Borondria damit beauftragt, herauszufinden, was es damit auf sich hat. Vor allen Dingen, weil es in der Nähe der Golgarithenzelte passiert ist und zumindest ein Bogenschütze des Ordens involviert ist. Der gehört nicht wirklich, aber ist halt ein Soldat im Auftrag des Golgarithenordens. Er gehört nicht wirklich zu uns, aber immerhin, er ist Teil unseres Heeres. Von daher. Verständlich, ja. Und man hat uns zugetragen, dass ihr Kontakt hattet miteinander. Frau Weyrand. Das ist richtig, ja. Könnt ihr uns sagen, worum es da ging? Ich habe mit der Magd gesprochen. Beim Essen. Oh, ihr habt auch mit der Magd Kontakt. Ich sprach nur vom Herrn, verstehe. Aber ja, ich hatte mit beiden Kontakt. Warum, wenn ich fragen darf? Ich würde jetzt gerne fragen, warum nicht, aber ich glaube, das ist gerade unpassend in dieser Situation. Ich glaube, sie hat mir Essen ausgegeben. Doch, sie hat doch am Kessel gearbeitet. Sie hat uns Eintopf eingeschenkt, als wir hier ankamen. Richtig. Und der Herr? Ich habe mich mit ihm unterhalten. Er war ziemlich gesprächig. Ich am Lagerfeuer. Ich wollte nur wissen, wer diese alle sind. Ich meine, selbst die Wappen sagen mir nichts. Ich komme aus dem Osten. Verstehe. Ich musste ein paar Namen lernen. Ja. Und sonst habt ihr keinerlei Kontakt zu einem der beiden gehabt? Außer diesem Eintopf und... Nein, nicht, dass ich wüsste. Gut, dann danke für die Auskünfte. Ich werde mich wohl jetzt gleich daran machen, einmal das Hab und Gut der beiden zu begutachten. Vielleicht bringt uns das ja weiter. Wahrscheinlich eine sehr gute Idee. Ja, ich wollte euch auch nicht lange aufhalten. Wie sind die beiden nochmal zu Tode gekommen? Durch Dolche. Sie hatte Dolchverletzungen im Rücken und er am Hals. Hinterlistig. Ja, kann man so sagen. Nun dann, gutes Gelingen. Wisst ihr, wo eure Amazonenfreundin ist? Elena ist ja mit dabei. Da kommt sie. Kommt. Boron zum Gruße. Ihr solltet vielleicht ein bisschen unauffälliger durch das Lager laufen. Ich meine, diese Morde und diese Gerüchte, wo auch immer die herkommen. Aber einige von den Soldaten sind ziemlich aufgebracht. Ich kann euch ziemlich genau sagen. Entschuldigung.
Lasst mich einmal kurz aussprechen. Einer der Soldaten hat auch eben zu Protokoll gegeben, dass er bedroht wurde. Ich habe ihn nicht bedroht. Ich habe gefragt, ob er Kampftraining mit mir machen möchte. Ja, das klang in seinen Schilderungen etwas anders, aber ich habe mir schon sowas gedacht. Ja, ich meine... Zumindest ist der weltliche Teil des Heeres ziemlich aufgebracht, was euch angeht, was dann daher solltet ihr vielleicht... Ich werde den Säbel nicht ablegen, aber ich werde den Mantel schließen, dass man den Säbel nicht mehr so sieht und die Kapuze vorsichtiger sein. Ja. Ich habe die Heerführer wissen lassen, dass ihr unter dem Schutz des Golgarithenordens steht. Und habe angewiesen, dass sie ihre Truppen auch einmal informieren sollen, dass Amazonen und Assassinen nicht zusammenpasst. Ja, sie... Naja, meint ihr... Aber gegen Gerüchte kann man nicht viel machen und ihr habt leider durch euer Übungsangebot ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Okay, dann werde ich mich jetzt zurückhalten. Ein Teil dieses Gerüchts stammt übrigens von eurem guten Freund, Jandrik. Ach, dann habe ich wohl auch noch mal ein ernstes Wörtchen mit ihm zu reden. Ich war bei der Entstehung dieses Gerüchtes dabei und es war viel Wein im Spiel. Also seid nicht so hart mit ihm. Liegt nicht an mir, liegt an ihr. Vestalia schaut so ein bisschen grimmig. Und Mora lächelt sie an. Habt ein wenig Nachsicht. Macht eine abwehrende Handgeste. Wir werden sehen, wo das hinführt. Naja, Vestalia schaut Elena an. Schaut Mora an. Ja, wir werden aufpassen. Wenn ihr weitere Fragen an uns habt, dann immer her damit. Natürlich. Wir sehen jetzt erstmal, wie gesagt, die Zelte durchsuchen. Ja, viel Erfolg dabei und hoffentlich finden sich die Täter schnell oder der so, Täter. Frau Wallrand, irgendjemand, also einer der Soldaten, die mit dem Opfer, dem männlichen Opfer Kontakt hatten, hat sagte, er wäre vor kurzem zu viel Geld gekommen. Hattet ihr da irgendwie was von gehört? Natürlich, ich habe ihn bezahlt. Ah. Dafür, dass er euch die Wappen erklärt hat. Naja, dafür, dass er so ziemlich alles erzählt, was er über die Leute hier weiß. Verstehe. Gut. Ja. Weil das Geld ist auch nicht... Anscheinend ist es verschwunden, aber das wundert mich auch nicht. Naja. Das heißt, er wurde beraubt auch noch. Das muss es nicht zwingend heißen. Ich fühle mich nicht, schon aus. Ich fühle mich nicht wohl in meiner Rolle als Detektiv hier im Lager. Aber naja. Ich kann euch gerne unterstützen. Ich meine, ich finde es beunruhigend. Es ist eigentlich, als wir jünger waren, war das immer Jandriks Sache, irgendwo herumzuschnüffeln und Sachen herauszufinden. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Nein, ich war eher so derjenige für die offizielleren Sachen. Aber es ist ein offenes Angebot. Wenn ich kann, unterstütze ich euch gern. Wenn hier Unschuldige umgebracht werden, dann muss man dem nachgehen. Gut. Ich komme gerne auf das Angebot zurück. Schaut dann so zu Vestalia rüber. Wir sollten das abklären mit dem Herrn von Sturmfels. Aber ich sprich, glaube ich, nichts dagegen, dass ihr durchaus auch Nachforschungen anfangen und stellen könnt. Wenn da jemand fragt, dann sagt ruhig, dass er von Stalia von Mersingen kommt. Das werde ich. Vielen Dank.
Dann gehe ich doch mal zum Herrn Sturmfels einen Besuch abstatten. Ach, und wo ist Jandrik? Und Mora schaut sich auch so ein bisschen fragend zu Osko und Elena um. Er wollte schauen, ob er uns eine Audienz bei Borondria besorgen kann. Ja, ich glaube, das wird wohl scheitern. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Sie ist nämlich dabei abzureisen. Zurück nach... Abzureisen? Zur Burg von Mersingen. Ah. Oh. Sie verlässt den Heereszug? Ja. Und das Kommando hat sie abgegeben? An den Herrn von Mer... Also an den Markgrafen, ja. Interessant. Wirklich interessant. Da bin ich gespannt, was jetzt passiert. Dann sehen wir uns später bestimmt beim Verzeiht, vielleicht ist es ein wenig zu viel verlangt, aber wenn ihr sagtet, dass ihr die Leichen untersuchen wolltet, die Leichen wurden schon untersucht. Ich wollte mich mit den Hab und Gut der Umgekommenen befassen. Mich würde beides interessieren. Also wenn ihr was über den Zustand der Leichen wissen wollt, dann müsst ihr Kasimine fragen. Ah, die liegt ja direkt auf unserem Weg. Und das hat man gut. Nein, ich denke, Bruder Osko, ein Wort kurz. Natürlich. Unter vier Augen. Und Mora macht ein paar Schritte und lässt die beiden allein. Ja, Elena geht auch mit Mora ein Stück weg von den dreien dann. Kasimine berichtete mir, Bruder Osko, dass ihr euch auch über die Toten ausgetauscht hattet gestern. Ja, das ist richtig. Wir haben zusammen uns dem, wir haben uns Jagod angenommen. Die Frau Arnhild, die Magd, habe ich nur tot gesehen. Sie kanntet sie nicht, die Magd? Doch, als wir ankamen, hat sie uns, wie gesagt, den Eintopf ausgeschenkt. Es war eine der ersten Seelen, die wir getroffen haben, als wir das Zelt verlassen haben. Nachdem wir, ihr wisst schon, gefunden wurden. Gut, gut, gut. Aber ihr kanntet sie dann nicht näher, wenn, ja. Nein, ich habe ihren Namen, habe ich von Kasimine erfahren. Ja, ja, sie erzählte uns, dass sie mit euch darüber gesprochen hat, über... Ja, ganz genau. Wie gesagt, über die Magd haben wir im Nachhinein gesprochen. Ich war nicht anwesend, als sie ins Lazarett kam. Ja. Bei Jagold sah das alles aus. Gut, dann sehen wir uns bei dem Götterdienst vielleicht später. Ja, wir sehen uns später. Woran mit euch? Piranha ebenfalls. Zieht ihr eures Weges und Astanio kommt beim Zelt von Magistra Rattel an. Mhm. Astanio ist zu Magistra Rattel aufgebrochen, um ihr von den neuen Begebenheiten innerhalb seiner eigenen kleinen Gruppe zu erzählen, über Mora und die Morde und er dachte sehr hart an seine militärische Vergangenheit, dem leitenden Offizier ist alles zu sagen. Speziell, wenn man jetzt zum KGIA gehört. Und er steht da vor dem Zelt, beißt sich auf die Unterlippe, schüttelt den Kopf und dreht wieder um. Und geht wieder zum Zelt.
von Jandrik. Okay. Ja, Jandrik, auf deiner Verfolgungstour hinter Vorondria her merkst du schnell, dass sie etwas abgeht vom geraden Weg, der nach zur Vorons Heiligtum eigentlich führt, das in der Nähe des Todeswalls ist. Und etwas abbiegt auf den kleinen Weg, der Richtung dem Anwesen, der von Mersingens führt. Wie weit ist das etwa weg von hier? Ja, vielleicht so eine Tagesreise, wenn es hochkommt, wenn man nicht so schnell unterwegs ist. Die sind doch relativ gemächlich unterwegs. Also die werden heute Abend ankommen. Dann warte ich eine Weile, verfolge eine Weile, bis ich weiß, dass wir vom Lager weg sind. Und dann mache ich mich bemerkbar. Dann hält der Tross an, als sie dich bemerken, wenden ihre Pferde in deine Richtung. Halt, wer da? Mein Name ist Jandrik Eichblatt. Ich bin ein Gefolgsmann Ihrer Eminenz. Herrin? Unter dem dunkelschwarzen Helm, der jetzt klappt das Visier hoch und du siehst die eingefallenen Wangenpartien von Vorondria, lächelt dich an. Ah, Jandrik, was machst du denn hier? Ich bin etwas verwirrt. Ich bin zu eurem Zelt gegangen, weil ich noch einmal mit euch sprechen wollte. Ich wollte euch meine Freunde vorstellen und euch noch etwas fragen. Aber irgendwie seid ihr auf Reisen? Ich bin unterwegs zu der Burg von Mersingens. Brauche noch ein paar Informationen aus der Bibliothek und wollte mich noch einmal mit den Gefangenen unterhalten. Ich verstehe. Im Lager, ich gewinne den Eindruck, dass etwas nicht stimmt. Inwiefern? Man hört viele Dinge. Gerüchte. Alberne Gerüchte, aber auch wichtige Gerüchte. Gerüchte über das, was wir letzt besprochen hatten? Darüber nicht, nein. Dann sind sie nicht wirklich wichtig. Er schaut zu diesen Wachmännern, schaut sie an. Kann ich hier offen sprechen, Herrin? Gebt uns ein paar Minuten. Ja, Herrin. Und sie reiten so ein paar Meter weg. Man hört, dass ihr, ich drücke das jetzt mal simpel aus, nicht mehr so fest im Sattel sitzt. Das ist wohl eher Wunschdenken. Ich verstehe. Ich frage mich, Herrin, was ihr von mir erwartet. Wie kann ich euch helfen? Sobald der Todeswall gesichert ist, brauchen wir Späher, die ins Land vorrücken und den Weg für die Truppen freimachen. Aber momentan ist das erste Ziel erst einmal heute und morgen. Ich hoffe, dass es so schnell geht. Ohne die Ritter, sondern nur mit den Geistlichen, den Wall so weit von allem Übel zu befreien, was dort noch irgendwie ist, dass ein Rückzug auf jeden Fall immer eine Option ist für das Heer. Eher schicke ich die Truppen nicht über die Grenze. Verstehe. Ich habe Anweisungen gegeben, das so schnell wie möglich zu machen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Soldaten und vor allen Dingen der militärische Arm unseres Ordens etwas ungeduldig wird. Aber wenn wir jetzt alles überstürzen und das Heer sofort in feindliches Gebiet ohne Aufklärung schicken, dann wird das nichts. Ich bin ganz eurer Meinung, Herrin. Ich hatte aber auch
Ausbilder, dem Remo von Sturmfels, schon Aufträge für euch hinterlassen, aber anscheinend habt ihr euch noch nicht getroffen. Ich habe mit ihm gesprochen, er hat mir von dieser Situation erzählt. Verstehe. Ja, aber er hat mir keine Aufträge gegeben. Nein, das habe ich auch erst heute Morgen gemacht. Ich verstehe. Ich halte eure kleine Gruppe für am unauffälligsten, wenn es darum geht, eine Vorhut zu bilden. Das habe ich ihm mitgeteilt. Zusammen mit dem Auftrag, dass du die Truppe dorthin führst. Macht den Weg frei für das Heer. Findet von der baldigen Befreiung, wenn ihr könnt. Wir brauchen sichere Wege für Nachschub. Wir brauchen Unterkunft für die Soldaten. Und wir brauchen Wissen darüber, wo wir auf Widerstand stoßen und wo nicht. Das heißt, wir sollen schon aufbrechen? So war mein Befehl. Morgen. Spätestens übermorgen, sobald der Wall gesichert ist, denn ich schicke auch euch nicht in feindes Land ohne Rückzugsmöglichkeit. Das habe ich einmal gemacht. Jandrik. Und dafür bin ich euch dankbar. Aber ich mache mir trotzdem noch immer Sorgen über diese verschiedenen Parteien, die unseren Orden plagen. Seid ihr sicher, dass ihr diesbezüglich keine Hilfe braucht? Ich bin ein einfallsreicher Mensch. Vielleicht kann ich etwas rausfinden. Es gab und gibt immer Strömungen in unserem Orden und das ist gut so. Ich denke, ich habe das alles unter Kontrolle. Das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist die Befreiung der Rabenmark und das Zufallbringen des Erzketzers. Ich denke, sehr wohl, Eure Eminenz. Und wenn wir das geschafft haben, dann kümmern wir uns um diejenigen, die an meinem Thron wollen. Gut. Aber jetzt ist nicht die Zeit. Ich denke, sobald das Heer sich wieder in Bewegung setzt und sie ein Ziel haben, werden diese Stimmen auch alle wieder leiser werden. Jandrik nickt, verbeugt sich. Ich danke euch, Herren, für eure Offenheit. Ich werde tun, wie ihr gesagt habt. Immer. Boron mit euch. Boron mit euch. Und, ja, und achtet auf eure Träume. Bis jetzt hatte ich keine mehr. Aber ich werde sie im Auge behalten, da könnt ihr sicher sein. Ich spreche nur deswegen so vertraut mit euch, weil ihr meine Visionen teilt, Jandrik. Ich weiß, Eure Eminenz. Ich halte euch jetzt für eigentlich zu wichtig. Aber ich muss irgendjemanden, der weiß, worum es geht, schicken. Wenn ich Illurion oder Remur oder andere schicke, wissen sie nicht, wie du. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen, Eure Eminenz. Das ist genau die Aufgabe, auf die ich gewartet habe. Sie nickt. Ich frage mich auch mal. Und dann reite ich zurück. Ja, und der Trupp mit ihr setzt ihren Weg Richtung Burg von Mersingen fort. Währenddessen kommen Elena, Mora und Osko am Lazarettzelt an. Elena, soll ich für dich Kasmine holen? Ich kann auch selber gehen. Na gut. Sag ihr einfach, dass ich dich geschickt habe, dann wirst du auch schneller behandelt. Ich wollte ja auch warten. Zu Kasmine. Also. Dann gehen wir vielleicht zusammen. Und Mora nickt. Wenn sie nicht so beschäftigt ist. Klar. Ja, es ist nämlich auch jeden anderen, der sich meinen Arm anschaut, von daher.
Gebt ihr noch andere fähige Heiler? Das war richtig. Und Osko geht vor ins Lazarett. Ja, Elena folgt dann, schaut sich um. Ja, das ist immer noch geschäftiges Treiben. Allerdings nicht mehr so viel wie gestern. Jetzt langsam scheinen sie alle versorgt zu haben, soweit. Ja, deutlich weniger los als die letzten Tage. Und, Mora würde sich umblicken. Wird man irgendwo Casimina sehen? Ja, die ist deutlich zu erkennen. Und als, wenn ihr reinkommt, schaut sie zu euch herüber und kriegt dann ganz kurz so einen geschockten Gesichtsausdruck. Mora lächelt nur und geht dann auf sie zu. Sie schaut so ein bisschen hastig und verwirrt zwischen Mora und Osko hin und her. Mora folgt dem Blick. Osko auch. Die Zwölfe zum Große, was kann ich für euch tun? Und Osko dreht sich nach hinten. Ich wollte nur fragen, ob ihr wisst, ob ich mich eventuell an Perdans, sag mal, Tee bedienen könnte. Ich habe leider nichts mehr und für meine Gefährten wäre das wichtig, sich wärmen zu können an einem heißen Tee. Aber das ist nebensächlich. Jemand sollte sich vielleicht nochmal Elenas Schulter anschauen. Ich finde schon jemanden und Elena geht tiefer ins Lazarett. Ich habe hier vorne noch was von Perdans Tee. Moment. Und sie geht so rückwärts in Richtung so einem Aufstelltruhe, zieht die dann auf und lässt aber währenddessen Mora und Osko nicht aus dem Blickfeld, zieht dann so ein paar Teebeutel heraus. Ich danke dir. Selbstverständlich. Osko lächelt sie an. Schaut dann zu Mora. Habt vielen Dank. Casimine, wir trafen gerade auf Ellurion und Bestalia. Und ihr wisst natürlich auch von den Toten. Richtig? Ja. Nun, mir wurde erlaubt, eigene Nachforschungen anzustellen. Bekommt einen skeptischen Blick. Ich würde die Toten gerne sehen. Bruder Osko, seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist? Osko schaut kurz zu Mora. Ich denke ja. Und wenn Bestalia und Ellurion das befehlen? Befehlen nicht, erlauben, dulden. Ich will mir hier nichts anmaßen. Mir wäre es lieber, wenn ihr von den Toten fernbleibt. Verstehe. Bekomme auf einmal so einen relativ starren Blick. Schaut dich so ein bisschen düster an. Osko? Ich glaube, wir müssen reden. Das glaube ich auch. Aber gut. Osko wendet sich zu Casimine zu. Erstmal vielen Dank für den Tee. Immer gerne. Dann zieht sie dich so ein bisschen näher an sich heran, während sie die Teebeutel in deine Hand drückt. Flüstert dir ins Ohr. Sie ist verdächtig, Osko. Ich weiß. Überlass das mir. Hab ich dir doch gesagt. Jetzt will sie bei den Leichen herumstöbern. Niemals. Und ausgenickt zu ihr. Überlass das mir. Pass auf dich auf. Mach ich immer. Du hast recht. Wir müssen reden. Und Osko dreht sich zum Ohr um. Komm. Mora nickt und folgt mit ihm
also folgt ihm raus aus dem Zelt. Oskar würde vorgehen. Ein wenig im Lager herumwandernd, grob in Richtung des Zeltes von Perdan. Und erstmal würde er Mora nur anschauen. Versucht dabei, neutral zu bleiben. Willst du mir jetzt sagen, warum sie mich verdächtigt? Ich dachte, vielleicht kannst du mir das sagen. Oh, du verdächtigst mich auch? Nein. Ich weiß nur, dass du zuletzt nur in der Lage bist. Und die aktuellen Fakten sprechen gegen dich. Moa, ja. Du weißt, dass du mir vertrauen kannst. Das weiß ich, Osko. Kann ich dir denn auch vertrauen? Das kannst du. Gut. Dann will ich das nur ein für alle Mal geklärt haben. Du hast damit nichts zu tun. Richtig. Aber da will mir jemand etwas anhängen. Diese Kasemine hat mich angeguckt, als hätte ich ihr persönlich ins Gesicht geschlagen. Osko beobachte ich einen Moment länger. Da hat sie auch einen Grund zu gehabt. Und der wäre? Sie hat mir erzählt, was die Magd über dich gesagt hat. Was hat die Magd über mich gesagt? Du seist eine Mörderin. Stimmt, ja. Aber das sie meinte nicht eine Mörderin generell, sondern sie meinte, ich hätte diese Magd umgebracht. Die Magd hatte behauptet, dass du eine Mörderin seist. Sie denkt vermutlich, dass du sie getötet hast. Moa, ich habe schon ein gutes Wort für dich bei ihr eingelegt. Kasmina hatte dich sofort verdächtigt. Es liegt nahe. Naja, die Magd stirbt, die dich als eine Mörderin bezichtigt hat und du verstehst das ja selber. Ich meine, wir sind in einem Heerlager voller Soldaten. Faktisch gesehen könnten wir umgeben sein von Mördern. Ich meine, hier machen das einige beruflich. Aber ich glaube, das war nicht der springende Punkt, oder? Ich meine, nein. Wenn man irgendwann irgendwen einmal getötet hat. Aber darum ging es auch nicht, glaube ich, oder? Nein, es ging darum, dass sie dich kannte, die Magd. Jetzt kommen wir der Sache näher. Ja. Wie ich schon gesagt hatte, kannte dich vorher. Und wir wissen beide, dass wir nicht das mit dem Essen meinten. Mora, du warst nie lange im Dorf. Aber immerhin kenne ich dich ein bisschen. Du hast sie über den Gebirgspass geführt. Und ist auf dem Weg irgendwas passiert? Nein, dort nicht. Dort nicht? Und Moras Miene wird finster. Ich glaube, sie hat eine Geschichte aufgegriffen, die noch etwas älter ist als die Reise über den Pass. Warum hier? Du musst wissen, Osko. Ich war nie ganz traurig darum, dass manche Gerüchte über mich gesponnen wurden und immer noch werden. Du siehst es ja hier. Aber manche waren sehr, sehr nützlich mit der Zeit. In manchen Gegenden im Osten ist es besser, gefürchtet zu werden. Das weiß ich. Ich habe ein Wort aufgeschnappt und besser, ich sage es dir hier und jetzt als... ist, dass du es noch von irgendwem anders hörst, aber in anderen Gegenden im Osten
bin ich als Kopfgeldjägerin bekannt. Verschrien. Sagen wir verschrien. Und ich glaube, das fällt mir hier gerade auf die Füße. Nur ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe einfach nicht, warum hier. Das kann ich dir auch nicht sagen. Fakt ist, dass es ein Problem ist für uns alle. Vor allem für dich. Das könnte für uns alle ein großes Problem werden. Vor allem, wenn sich das weiter rumspricht. Mora, wenn du mir sagst, dass du damit nichts zu tun hast, dann glaube ich dir. Ich werde nochmal mit Kasmin reden. Ich habe einen guten Draht zu ihr. Ich werde auch nicht zu viel verraten. Aber... Was sie denkt, ist mir fürchterlich egal, weißt du? Aber nicht das, was sie eventuell weiterträgt. Ich hatte gehofft, das bei Boronderia selbst klären zu können. Reinen Tisch zu machen, weißt du? Und das ist ja wohl gerade... Aber hier stellt niemand Fragen. Hier werden Gerüchte erzählt. Du bist der Erste, selbst der Erste von unserer Gruppe, der fragt, ob ich damit etwas zu tun habe. Hast du die Blicke gesehen? Ich meine, Astanio hat mir meine sanfte Gewalt ein wenig übel genommen, aber er hat mich angesehen, als wüsste er, dass ich diese Frau und diesen Mann umgebracht hätte. Ohne ein einziges Mal zu fragen, ob ich etwas mit der Sache zu tun gehabt hätte. Das wird uns gefährlich, Osko. Das wird uns gefährlich. Es ist generell das Vertrauen, was noch in der Gruppe fehlt. Ja, dazu habe ich beigetragen. Ich meine, das bin ich selbst schuld. Da hast du recht. Ich habe probiert, das auszubügeln. Jedes Mal. Jetzt kann ich wissen, wie viele gute Worte ich für dich eingelegt habe. Weißt du, Osko, nur damit du es weißt. An der Sache mit der Kopfgeldjägerin ist das was dran. Mora. Ich meine, das schockiert mich jetzt nicht wirklich. Ich wollte nie genau wissen, was du im Osten genau machst. Es ist mir auch egal, es war nicht wichtig für mich, aber ich bin nicht der einfältige Bauersjunge, wie ich aussehe. Ich konnte mir das schon denken. Ja, nur es könnte dich schon den Kopf kosten, dass du davon weißt, deswegen will ich keinen Namen nennen. Je weniger du mir erzählst, Moa, desto weniger muss ich lügen, wer mich immer danach fragt. Du lernst tatsächlich schnell. Das ist was Neues für dich ist. Wir müssen das aus der Welt schaffen. Das Gerücht. Und wir müssen herausfinden, wer das war. Es muss ja hier noch irgendwen geben, den du noch von früher kennst. Ich meine, wäre ein verdammter Zufall, wenn gerade diese beiden Leute zu Tode kommen und dieses Gerücht... Da will mir jemand etwas an den Fuß binden, was ich nicht getan habe. Ja. Und wir müssen herausfinden, wer das ist. Oh ja. Und in der Zwischenzeit... Weißt du, ob die Waffe gefunden wurde? Der Dolch steckte bei dem Mann im Hals noch. Genau, aber bei ihr nicht. Ne. Du siehst nur Mora, wie sie komplett den Mantel abtastet und auch so links und rechts einmal in die Manteltaschen guckt. Und was dir vielleicht jetzt auffällt, da sind unzählige Taschen im Inneren des Mantels. Und sie tastet ab, ob alle ihre Waffen noch bei ihr sind. Bei ihr wurde keine Waffe gefunden. Ihm steckte der Dolch im Hals. Und Osko würde Mora dann die Tatwaffe beschreiben. Grob.
Naja, da sie alle Dolche, die sie im Mantel hat, wiederfindet. Naja, zumindest hat man es noch nicht mit meinen Dolchen getan. Immerhin das. Ja. Wie gesagt, ich rede mit Kasmine. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, auch wenn ich ihr gut beireden kann, dass du zu den Toten kommst. Aber vielleicht könnte es Aufschluss geben über den Täter oder die Tat. Was soll ich für dich rausfinden? Ach. Ich meine, er war nicht so groß. Sein Hals hätte jeder erreichen können. Die Frau hinter der Rekus erstechen, das ist auch kein Kunststück. Ich weiß es nicht, was ich mir davon erhofft habe. Es ist so verfahren. Ja. Und in der Zwischenzeit, egal was wir jetzt als nächstes tun sollten, versuche, dich nicht auffällig zu verhalten. Das, was du sowieso eigentlich tust. Und keine unschönen Gerüchte entstehen zu lassen. Und Osgood deutet so in Richtung des Lazaretts. Das können wir natürlich nicht gebrauchen. Den Kopf unten halten konnte ich schon immer gut. Das weiß ich. Und was die Sache mit Astano angeht, vielleicht ist es wirklich mal eine Zeit, bevor wir nach Osten aufbrechen, dass wir einmal unsere Verhältnisse klären in der Gruppe. Ja, ich glaube, wir sollten einmal offen reden. Ich denke, das würde helfen. Das wird uns allen helfen. Ja. So. Jetzt aber will ich auch zu perdern. Das reicht nicht mehr für einen Topf. Als Astanio zurückkehrt zum Zelt von Jandrik, fällt ihm auf, dass die Zeltplane, über die du jetzt schon ein paar Mal gestolpert bist, ein bisschen schräg und nicht vernünftig zugeknüpft am Zelt herunterhängt. Astanio schaut sich die Plane genau an und versucht sich zu erinnern, ob er sie zugeknüpft hat, als er rausgegangen ist. Ja. Die anderen können noch nicht zurück sein, denkt er sich. Er zieht sein Schwert. Und stirbt ins Zelt. Zelt ist leer. Scheiße! Und er wirft das Schwert gegen einen der Pfähle. Zelt klirren zu Boden. Und er schaut. Er sucht das ganze Zelt ab. Läufst tiefer in das Zelt hinein und dann trifft dich etwas am Hinterkopf. Ein riesiger Schmerz durchdringt deinen Kopf und du fällst vornüber. Und bist erst einmal von deinem Bewusstsein befreit. Da Elena, Mora und Osko ja noch unterwegs sind im Lager, könnt ihr gerade mal selber entscheiden, ob Jandrik vor euch noch zurück zum Zelt zurückkehrt. Helene lässt sich ja noch behandeln an der Schulter. Wird dann auch darauf bestehen, dass die Schlinge nicht mehr drankommt, weil sie möchte den Arm jetzt gerne mitbewegen, sonst wird er noch steif. Und dann stellt sie raus und sucht nach den anderen. Macht sich langsam auf den Rückweg, aber hält sich auch Kapuze ins Gesicht, Mantel zu. Das heißt, Elena wird zuerst zurückkehren zum Zelt? Ja, sie wird schon etwas größere Runde gehen. Sie wollte schauen, ob sie abschätzen können, wie groß das ist. Also Jandrik wird ja auch ein bisschen was unterwegs sein, ist ja aus dem Lager rausgeritten. Von daher, ich frage jetzt,
Ja, dann komme ich zuerst zurück. Dann siehst du die Zeltplane zurückgeschlagen, was jetzt nicht. Ist halt irgendjemand schon vor dir da. Bei dem Wetter sollte die Zeltplane nicht aufstehen. Richtig. Ich würde mal ins Zelt linsen. Vorsichtig. Er liegt bäuchlings nach vorne über Astanio und hat eine blutende Kopfwunde am Hinterkopf. Das Schwert von ihm liegt irgendwo auf dem Boden. Verdammt. Sehe ich sonst noch irgendjemanden? Nein. Oh, Mist. Jelena zieht ihren Säbel und tritt ins Zelt, aber tritt nicht frei, sondern geht an der Zeltwand entlang, sich zu Astanio vorarbeiten. Das ist quasi ihren Rücken nicht freigeben und den Säbel auch von sich gestreckt halten. Zu Astanio schaust gucken, intensiv, siehst niemanden irgendwo. Sie sind irgendwie unsere Sachen durchfühlt, da würde ich speziell auch drauf gucken. Nein. Das Einzige, was ein bisschen unordentlich aussieht, ist da ist so ein Mittelpfosten und da ist irgendwie das Schwert von Astanio wahrscheinlich irgendwie gegengeprallt und so. Es liegt ein bisschen wirr. Also er hat es auf jeden Fall nicht so fallen lassen, so wie er jetzt gerade liegt und wo das Schwert liegt. Nie die Waffe verlieren und nie die Waffe wegwerfen. Ich entferne mich vorsichtig von der Wand und vom Zelt und versuche, zu Astanio zu kommen. Aber ich bin auch aufmerksam. Ja, ist nicht bei Bewusstsein, atmet aber noch. Astanio, ich schüttel ihn. Dann wacht er auf. Kannst du aufhören, mich zu schütteln, bitte? Entschuldigung. Oh. Ja, das ist eine ordentliche Platzwunde. Und Astanio greift sich an den Hinterkopf und... Irgendjemand muss dich niedergeschlagen haben, aber ist nicht mehr hier. Es war irgendwer im Zelt. Irgendwer hat das Zelt durchsucht. Na, offensichtlich aber mit ziemlich ordentlich, weil hier ist nichts... Wirklich sieht nichts aus, als wäre irgendwas durchwühlt. Das Zelt war offen. Ja. Ich bin kurz raus und dann zurück und dann... Du warst draußen? Ja, mein Gott. Ja. Setz dich langsam und dann, auf. Dann war es... Astanio setzt sich langsam auf und so beide Beine von sich gestreckt. Dann war das Ding nicht richtig zugeknöpft und ich habe es zu 100% zugeknöpft gehabt und ich bin rein und zapp! Lena wird sich eine Kerze schnappen und gucken, ob sie vielleicht Fußspuren auf dem Boden sieht. Na ja, gut, der lehmige Boden ist halt von euch allen total festgetreten, ja. Ah, hier sieht man nichts. Aber hier ist niemand mehr. Vielleicht sollten wir schauen, ob irgendwas hier hingeht, irgendwas platziert wurde, wenn nichts weggekommen ist. Und du hörst das Talio auf einer dir nicht bekannten Sprache, vermutlich Bosparado, herumfluchen. Komm runter. Warum eigentlich jedes Mal ich? Kann mir das mal einer erklären? Da habe ich leider keine Erklärung für. Aber du hast dein Schwert. Lass uns gucken, ob irgendwas hier ist, was nicht hier hingehört. Asylum versucht sich aufzusetzen und kippt dann gleich wieder um, weil ihm völlig schwindelig ist. Ich glaube, ich bleib jetzt sitzen. Ja, bleib sitzen. Setz dich aber am besten mit dem Rücken zum. Hier an den Tisch. Ich schau mal, ob ich irgendwas finde, was hier nicht hingehört. Ob doch irgendwas weggekommen ist. Haben wir noch was vom Heiltrank? Nein, den hast du komplett gekippt.
Also, musst du dich selber hörst, heilen. Du hörst so, sowas wie Merde. Ja, was dir an die Lena auffällt, ist, dass sie ihren Arm nicht mehr in der Schlinge trägt, den linken, und so ein bisschen mitbewegt und immer mal wieder das Gesicht verzieht. Gut. Lena wird dann an die Betten und so und unter den Betten schauen, in den Taschen, ob irgendwas auffällt, was nicht dahin gehört. Eine Sache ist auffällig, wenn du genauer hinschaust. Mhm. Auf Moras Kopfkissen liegt eine Schriftrolle. Oh. Was denn? Mora hat Post. Ich guck mal, ob da irgendein Siegel drauf ist, ob das irgendwie mit einem Siegel versiegelt ist. Es ist oder? Versiegelt, also mit so einem Wachsiegel, aber es ist nicht nichts eingeprägt. Also blank. Ein Haftbefehl oder was? Nein, da sieht es nicht nach aus. Es ist kein Siegel drauf. Es ist einfach nur mit Siegelwachs zugemacht. Na, die sollten auch gleich wieder da sein. Und es ist irgendwie merkwürdig. Es riecht streng. Also es ist parfümiert. Boah. Was denn? Es riecht parfümiert. Also auch nicht streng, aber wenn man es halt so hochhebt und halt an die Nase hält, dann riecht man es. So in das Gesicht schon, oh, das riecht, ist ein bisschen Parfüm dran, aber ich weiß gerade nicht. Boah, also wenn Jandrik ihr unbedingt Liebesbriefe schreiben muss, musste mir unbedingt eins über den Kopf ziehen dafür, oder was? Nein, das riecht nicht wie Jandrik, das riecht, ich weiß nicht. Nach Lavendel riecht es aber, glaube ich, auch nicht. Ach, zutrauen würde ich ihm. Ehrlich. Nein, Lavendel, du erinnerst dich an unseren Freund draußen, aber der ist ja einen Kopf kürzer gemacht worden auf der anderen Seite. Der Nekromant, der hatte doch Lavendelparfüm noch und Nächer um sich. Ach du Scheiße. Ja, nee, aber es ist kein Lavendel, oder? Ich weiß es nicht. Wir warten einfach, bis die anderen da sind und so lang. Wenn ich die Augen offen halten hier. Selena stellt sich. Und Osko würden dann, glaube ich, ins Zelt kommen, oder? Ah, guck einmal, das sind ja unsere Turteltauben. Osko reckt ein bisschen halt. Elena steht da mit gezogenem Schwert. Was ist denn hier los? Sie blickt auf den Säbel und auf Stanio, der sich immer noch den Hinterkopf hält. Naja, als ich wiedergekommen bin, lag Astanio bewusstlos auf dem Boden. Irgendjemand hat ihn niedergeschlagen und Murat, du hast Post. Elena deutet auf die Schriftrolle, die sie wieder auf das Kopfkissen zurückgelegt hat. Irgendjemand hat dir eine Nachricht zukommen lassen. Ich war kurz draußen, bin zurück und dann war das Zelt zur Hälfte aufgeknüpft. Mhm. Und ich habe es zugemacht, weil es hier sonst arschkalt wird. Hm. Und Mora geht Richtung der Schriftrolle und nimmt sie in die Hand. Betrachtet Danke. Sie. Setzt euch kurz hin. Ich kriege langsam einen Übermann, um euch einen wieder zusammenzuflicken. Du, in dem Moment kommt Jandrik ins Zelt hinein, schaut etwas verwundert, sagt aber erstmal nichts, scheint die Situation zu betrachten. Bevor du das aufmachst, Mora, tu mir bitte den Gefallen und nimm das Schwert, und Astanio deutet so mit dem Kopf auf seins, und schneide es vom Weiten auf. Wir wissen nicht, was das ist. Sie wiegt diese Rolle in den Fingern, nimmt den Geruch wahr, nimmt die Rolle sogar etwas näher. Es riecht nach einer Pflanze, einer Eibe. Eibe? Kann sie den Geruch mit irgendwem in Verbindung bringen? Ja, der Geruch kommt dir bekannt vor. Ist aber schon ganz lange her. Sie legt die Stirn in Falten und legt die Schriftrolle nochmal unter die Nase. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ohne, dass sie auf das hört, was Astanio gesagt hat, bricht sie das Siegel. Und wem ist der Brief, Mora? Kennst du die Person? Welche Farbe hat das Wachs? Das ist ein dunkelviolett.
Ihr stellen sich die Nackenhaare auf, aber sie sagt nichts. Bora, von wem ist der Brief? Sie rein. Und sie winkt nur ab, als Elena so fragend guckt und liest. Da steht: Liebste Geküsste. Das Spiel ist anscheinend noch nicht vorbei. Aber du hast ein neues Spielfeld betreten und warst unvorsichtig. Ich möchte dir hiermit sagen, eine dritte Lektion. Auf neuen Spielfeldern ist Vorsicht zu walten. Mehr als du denkst. Aber es geht hier nicht um dich. Nur am Rande. So viel kann ich verraten. Achte auf die Kinder. Bora liest den Brief sogar zweimal, weil es so gar keinen Sinn ergibt. Unterschrieben ist er mit Priodor. Das macht noch weniger Sinn. Und sie lässt den Brief sinken und schaut jetzt wahrlich verwirrt. Mora, was steht in diesem Brief? Und von Astalios Ecke kommt: Liebste Mora, möchtest du mich bitte heute Abend bei Vollmond am Teich mit deiner Schönheit? Astanio. Astanio, ich glaube, es ist nicht die Zeit zu scherzen. Was ist hier los? Irgendwer hat Astanio ans übergebraten. Gut. Und Mora einen Brief hinterlassen. Also Mora, was steht in dem Brief? Der Brief ist von einem alten Freund, von einem zeitweiligen Weggefährten. Weiter? Er hat nichts mit dieser Sache zu tun. Es ist Jahre her, eine flüchtige Bekanntschaft. Aber anscheinend ist er hier, im Westen. Aber ich traue ihm diese Morde nicht zu. Ich traue ihm diese ganze Sache hier nicht zu. Er ist ein Halunke, aber nicht so einer. Ja, ich meine, wir haben dich auch unterschätzt, Mora. Zu Recht. Ja, also unterschätze ihn nicht. Nein, ich meine, er hat mich um hunderte Goldmünzen betrogen. Ich hätte Grund, sauer zu sein. Ich glaube, es ist eher eine nett gemeinte Warnung. Ich weiß nicht, in welche Sachen er geraten ist, aber die Vergangenheit holt mich hier wohl ein. Auf so viele Weisen, die ich bisher nur ahnen konnte. Ich glaube, wir müssen alle mal offen miteinander reden. Sonst also, du hast dir noch nicht genau gesagt, was in dem Brief steht. Das würde dir nichts sagen. Und sie ist legt doch ihn egal. Elena in die Hände. Liest. Und Elena liest. Achte auf die Kinder. Ich habe keine Ahnung, was er damit sagen will. Kinder, Mora. Wir haben drei Kinder mit dem Zeichen Barbaratz. Elena senkt ein wenig die Stimme. Im Osten zurückgelassen. Und deine Tochter. Und meine Tochter. Also, wir sollten aufbrechen, sobald wir können. Ich. Das trifft sich gut. Und ich habe gerade mit Barondria gesprochen. Oh, sehr gut. Was sagt sie? Es ist alles etwas sonderbar. Sie war auf dem Weg zu den Van Mersings. Sie will dort wohl noch mit den Gefangenen sprechen, hat sie gesagt. Aber sie hat mir den Auftrag gegeben, morgen aufzubrechen. Ja. Und je mehr ich das hier alles höre und sehe, umso besser finde ich die Idee. Ja.
Ich habe sie gefragt, ob wir ihr helfen sollen bei diesen Problemen mit diesen verschiedenen Fraktionen. Das will sie nicht. Sie sagt, das wäre kein Problem. Sie hätte alles unter Kontrolle. Naja, schauen wir, wie sie es unter Kontrolle hat. Ich weiß es nicht. Jetzt, wovon Mersingen das Sagen hat in ihrer Abwesenheit. Was? Wer sagt das? Vestalia, beziehungsweise Lorion, wir haben ihn getroffen. Er hat Nachforschungen angestellt, ist von deinem Mentor darauf angesetzt worden, Nachforschungen anzustellen wegen der Morde. Davon hat mir Borondria nichts gesagt, auch nicht, dass ihn nicht das Kommando noch hätte. Das klang ganz und gar anders. Naja, wir werden einfach schauen, dass wir hier den Kopf unten halten, bis dass wir hier weghören. Ich schlage vor, wir brechen morgen auf und wir fragen nicht. Ich habe einen direkten Befehl, der reicht mir erstmal aus. Da bist du nicht der Einzige. Na gut. Ich bin sowieso frei. Mir ist es egal. Mein Kettenhemd sollte heute Abend fertig sein. Mit der Aufbruchsstimmung, die sich langsam breit macht, verlassen wir die Rabenmark. Soweit. Da sollte noch ein Satz raus. Ein Satz. Schreib ihn dir auf für den Start für nächstes Mal. Oh, wir haben schon ganz krass überzogen. Oh. Okay, das schreibe ich mir jetzt wirklich ganz riesig auf. Ja, schreib es dir auf, ist ein super Start für nächstes Mal. Okay. Oh. Magst du uns den Text von dem Brief nochmal schicken, Koali? Mir bitte auch, ich bin total verzweifelt. Ich muss ihn mir selber, also ich habe es mir nicht nochmal anhören. Aber ich muss es mir selber nochmal anhören und rausschreiben. Es macht alles gar keinen Sinn. Doch, macht es. Ja. Ich meine, wenn die Kraftlinien, das, was er plant und Kinder. Ich sag einfach nur, ich habe jetzt wirklich zwei Karten gezogen und beide Karten haben so gepasst wie die Faust aufs Auge. Ey, die erste Karte war dafür da, ob ich jetzt morgen in den Rücken falle. Ich wollte es nicht ohne Karten machen, weil wir sonst wieder richtig Probleme bekommen hätten in der Gruppe. Recording stopped. Und das Erste, was dann dann kommt, ist Gemeinschaft bei Innekrim. Ja toll, einen Scheiß werde ich machen. Ja. Und jetzt sehe ich eine Karte. Okay, das kann ich nicht sagen. Aber Offenheit. Aha, ich sehe es gerade. Karten auf den Tisch. Heilige Scheiße, ey. Ich glaub, unsere Gruppe, wir müssen reden, meine Damen und Herren. Wir müssen reden. Offenheit. Wie gesagt, Offenheit. Wir müssen reden. Offenheit. Toll. Ich sehe schon, ich krieg das nächste Tribunal auf den Kopf drauf. Spaß muss sein. Niemand hat die Absicht, jemanden des Mordes zu besichtigen. Ein Wort in die Schuhe zu schicken. Es ist ganz, ganz schick, ganz, ganz gut, wenn man so viel Hintergrundgeschichte von jemandem bekommt und dann kann man die auch schön einbauen. Nächstes Mal Stuhlkreis, ja. Also, hallo, ich bin die Elena. Ich habe folgende Probleme und Folgendes wisst ihr noch nicht über mich. Guter Vorschlag, Gevatter. Ja. Oh yeah. Heilige Mutter Maria. Bin ich mal gespannt, was da alles auf den Tisch kommt. Ja, bei Sanyo ist das ja so eine Überraschung. Ne? Ja, jetzt macht er euch irgendwann aber demnächst dann auch wieder auf, wieder zurück in den Osten, denke ich. Mhm. Ja. Und dann schauen wir mal, was da noch alles ist, wo euch wartet. Mhm. Ob wir den Mord jetzt aufklären können, weiß ich nicht. Ob er euch dafür noch die Zeit hat. Das ist nicht unser Bier. Wenn ihr aus dem Lager raus seid, dann ist auch die Anschuldigung euch gegenüber natürlich auch dann erstmal weg. Ne? Ja, abwarten, wer da wem noch was beschuldigt und in die Schuhe schiebt. Und dann diese Briefe und. Du meinst Liebesbriefe von Jandrik natürlich. Ja. Da ist jemand, der wohl auf Mora achtet anscheinend. Ja, herrlich. Ich hab mit vielem gerechnet. Ich habe mit vielen anderen Dingen gerechnet. Aber nicht damit. Das ist doch schön. Damit. Ich dachte mir so, was? Was?
macht alles gar keinen Sinn. Lass uns das Ganze mal ein bisschen mehr zusammenpuzzeln. Genau, genau. Gevatter sagt es gerade im Chat. Sie sind geflohen. Sie müssen es gewesen sein. Ja, kann gut sein, ja. Ja. Jetzt wieder 2 Wochen drauf warten. Jetzt hat man einen Monat nicht gespielt mit einem riesen Cliffhanger. Dann spielt man endlich mal. Und das Erste, was passiert, ist, der nächste Cliffhanger dann noch schlimmer ist. Toll. Also dem Chat hat es auch gefallen anscheinend. Ja, das freut uns doch. Danke, lieber Chat. Wir haben auch viel Spaß an der Runde. Jandrix Spionagemanöver bei den Frauenhassern ist jetzt heute leider nicht dran gekommen. Wird wahrscheinlich auch nicht seine erste Priorität jetzt sein. Aber das macht ja auch nichts. Dafür hat er ganz viel andere Sachen zu tun jetzt. Ja, das Gewicht hat sich ja verschoben. Genau. Ja. Ja, oh, der Cliffhanger ist nicht gerade, ja, das stimmt. Weil Tengu, so ein schlimmer Cliffhanger ist es doch gar nicht diesmal. Nicht so schlimm, glaube ich, oder? Ja. Also das letzte Mal war auf jeden Fall sehr schlecht zu ertragen. Ja, und dann ja noch vor allem mit dem Break von 4 Wochen, ja. Ja. Ich bemühe mich auch dann, das irgendwie als Podcast dann irgendwie wieder zusammenzuschneiden. Ich habe halt momentan sehr viel zu tun, aber ja. Ja. Sobald es möglich ist, wird das natürlich sofort hochgeladen. Yay! Ja, dann müssen wir jetzt doch die Werberunde machen. Ich glaube, wir haben am Anfang wieder nicht dran. Genau, habe ich am Anfang nicht dran gedacht, weil ich irgendwie verwirrt war, weil mein Bild auf einmal weg war. Das hat mich voll ausgehauen. Dann müssen wir jetzt Werbung machen. Marot, sag doch mal, was gibt's bei dir Neues? Ich habe heute getwittert, habe ich was gelesen. Gerade heute ist was Neues erschienen bei dir. Ja, ich tatsächlich habe ich Barbaras Rückkehr, Albtraum, der unsterbliche Gier ist es. Also der zweite Teil der Barbaras Saga habe ich jetzt die finale Folge fertig. Das heißt, man kann das theoretisch jetzt am Stück hören. Es wird auch bald einen ganzen Download geben, also dass man das ganze Ding als 1 downloaden kann. Das braucht aber noch ein bisschen. Aber man kann theoretisch die Folgen hintereinander durchhören und hört es euch einfach mal an. Ich bin sehr stolz drauf. Es gab da einige Probleme mit dieser Produktion. Ich habe teilweise Sachen nochmal machen müssen und dann aber nochmal richtig gespielt und so. Aber dann auch anders, mit ganz anderer Dynamik. Also es ist, denke ich, sehr speziell geworden. Hört es euch einfach mal an. Was gibt's beim Ossi zu entdecken? Oh, ich würde ja gerne sagen, momentan, ich werde jetzt komplett durchstarten. Leider ist das nicht so. Ich habe nämlich meine Platte mit all meinen Illustrationen wahrscheinlich in einer anderen Wohnung gelassen. Dementsprechend wird das erstmal alles pausiert sein. Ich habe mir aber schon ein bisschen Equipment zusammenbestellt, weil es wird bald was Neues bei mir geben. Ich verrate nicht mehr. Dürfen wir alle gespannt sein. Gibt's auch was Neues beim Kakko? Leider nicht, weil ich aufgrund des Unwetters, was es hier in NRW gab, vor einer Woche, glaube ich, circa, oder anderthalb Wochen, war bei mir eine Woche lang das Internet weg. Deswegen konnte ich auch nicht streamen oder dergleichen. Und gleichzeitig ist immer das Problem mit der Hand. Ansonsten bin ich ab und zu mal auf Instagram, tue ich da meine Meinung kund, weil ich aktuell das Ziel gesetzt habe, so filmische Klassiker nachzuholen, würde ich also als Klassiker gelten. Da tue ich dann ab und zu mal in meinen Statuten meine Meinung kund. Ansonsten gerade eher wenig. Ich probiere aber jetzt dann die nächsten Tage mal wieder eine Runde zu streamen. Ich könnte mir vorstellen, eine Runde Magic the Gathering zu streamen. Ja, da ist ja gerade noch die neue Edition draußen. Cool, mit Ninjas und so. Ja, Samurai. Assassinen. Amazon-Assassinen, bitteschön. Wer weiß, ja. Apropos, Sierra? Unterstellung, fiese Unterstellung. Nein. ich bin auf Twitch hier leider nicht mehr so aktiv, aber dafür umso aktiver auf Instagram. Ich bemale Miniaturen und habe mich jetzt auch ein bisschen der Bastelei hingegeben, was Gelände angeht. Und da sieht man ein wenig, was ich so bastel, unter anderem für eine anstehende Frostgrave-Kampagne. Das heißt, wenn ihr so ein bisschen im Tabletop-Thema drin seid, schaut doch mal rein. Da könnt ihr ein bisschen schauen, was ich so fabriziere.
Prima. Last but not least, Eleanor? Ja, mich findet man hauptsächlich auf Instagram, aber ich habe jetzt noch eine kleine Ankündigung zu machen. Beim Nerdpool läuft Ende des Monats eine Indie-Game-Woche und da biete ich vier Runden an. Jedes Mal das gleiche Spiel und zwar ist es, ja, es ist ein kurzes Spiel, es ist für die Königin am 28., 30. und 31.3. und am 1.4. Schaut mal im Nerdpool vorbei. Könnt ihr dann euch anmelden, mitspielen. Geht auch spontan. So ein Storytelling-Spiel mit Karten. Bin also gespannt. Wenn ihr mal mit Elano zusammen spielen wollt, dann meldet euch. Genau. Hast du das dann über Roll20 oder? Das Ganze läuft tatsächlich einfach über den Nerdpool. Ich habe meine Kamera an, ich habe das Kartendeck physisch hier und werde die Karten dann in die Kamera halten. Das habe ich auch schon ausprobiert, das funktioniert ganz gut. Ich werde die Karten entsprechend vorlesen für alle. Bei Roll20 gibt es auch dieses, kann man es kaufen, ne? Ja, das ist ich habe es auf Deutsch hier. Okay. Von daher. Ja, schön. Ansonsten kann ich euch nur noch auf morgen verweisen. Morgen gibt es eine neue Premiere vom Podcast Neulich in Aventurien. Dieses Mal geht es um, lass mich nicht lügen, welche Folge ist denn jetzt dran? Götterwelten. Genau, um die Götter geht es, genau. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, der im realen Leben sehr viel zu Religion und so sagen kann. Und da können wir ein bisschen Verknüpfungen zu aventurischen Religionen und realen Religionen, wie sie sich beeinflussen und wie man das für den Spieltisch nutzbar macht. Ist ganz nice geworden, wird auch Mehrteiler, also morgen der erste Teil davon. Also wenn euch das interessiert und wenn ihr da ein bisschen was hören wollt, dann hört ihr morgen um 10 Uhr, gehen die ganzen Sachen online und dann halt auf allen üblichen Kanälen könnt ihr das nachverfolgen. Ich werde es mir definitiv angucken. Ich finde das immer sehr spannend. Ansonsten geht es für diese Runde weiter in 2 Wochen, wenn alles gut läuft und nicht wieder irgendwelche Kriege oder sonst irgendwas dazu zwischenkommt. Genau. Spendet für die Opfer des Krieges, der gerade läuft, wenn ihr es nicht mit links gemacht habt und wenn ihr es könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restabend. Genießt es und wir können jetzt gleich mal gucken, ob wir noch irgendjemanden raiden können, damit ich das nicht auch wieder vergesse. Das gehört ja hier so zum guten Ton, ne? Könnt ihr mal. Schau ich mal, was gibt's denn hier Schönes? Ach, guck mal, es gibt da auch immer noch eine weitere DSA-Runde. Die haben momentan nur 5 Zuschauer, da schicke ich euch mal rüber. Da habe ich euch letztes schon mal rüber geschickt, aber die sind ganz nett. Damit hin habe ich mich ganz lange noch ausgetauscht. Vielleicht kommt da demnächst auch mal irgendwie was zusammen. Noch an den Start. Moment, wie ging das nochmal hier da? Ich und Technik. Es ist so, ich bin alt, Leute. So. Viel, viel Spaß bei WegroTV. Warum nennen sich Leute nicht einfach? Und ihrem Rollenspiel-Stream. Hoffentlich sind die noch eine Weile dran. Bis in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Schade. Vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.